Ja, einen wunderschönen guten Abend, sehr geehrter Herr Vizepräsident Kramer, Herr Präsident Schmid, ja, sehr geehrte Damen und Herren, ja, liebe Kolleginnen, Kolleginnen und natürlich auch Ehemalige, wir haben ja noch einige Ehemalige hierbei. Wir freuen uns extrem, dass diese Veranstaltung so stattfinden kann, wie sie jetzt stattfindet. Das war ja nicht so ganz einfach, wir haben unter Corona-Bedingungen sind wir halt unterwegs. Aber ich denke, das ist doch so ein Event. Es ist ja heute der 100. Geburtstag auf genau den Tag von Lore Steubing, Professor Lore Steubing. Ich möchte mal ganz kurz nochmal aufs Programm gehen. Das hat ja jeder vielleicht vor sich, hat auch jeder bekommen. Wir werden zunächst zwei Grußworte haben. Einmal von unserem Vizepräsident, Herr Kramer, und dann von dem Präsident des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie, Herr Schmid. Anschließend werden wir so eine kleine Session haben, wo wir so ein bisschen persönlicher auch werden. Es soll ja eine fröhliche Veranstaltung sein und auch auf der einen Seite einen Rückblick geben, aber trotzdem ein bisschen mehr als das. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir zwei Weggefährten unter uns haben. Und zwar einmal Professor Fangmeier, Andreas Fangmeier. Er ist mittlerweile auch schon pensioniert, war Professor in Hohenheim, ganz langer Weggefährte von Lore Steubing, er wird uns nachher berichten. Und einen ganz besonderen Dank an Ihren Neffen, Dr. Joost Hanecke. Ich glaube, ich darf es ruhig sagen, er war so irgendwie der Lieblingsneffe. also was ich damit sagen will, er war also ganz eng mit ihr zusammen und wir freuen uns ganz besonders darauf, was er uns zu berichten hat. Also lieber Joost, also wir sind wirklich gespannt. Ohne ihn wird diese Veranstaltung, so wie wir sie jetzt geplant haben, und wie sie jetzt auch stattfinden wird, wäre so nicht möglich gewesen. Weil wir haben sehr viele Bilder, sehr viele Informationen von ihm bekommen, die hier natürlich auch entsprechend verarbeitet wurden. Und zum Schluss haben wir noch eine Ausstellung, das hat jeder mitbekommen. Dr. Anna-Katharina Wöpse, die hat sich da mit den Bildern und auch mit den Informationen wirklich intensivst auch beschäftigt. Und ich denke, sie hat eine wunderbare Ausstellung konzipiert, die wir zum Schluss uns dann auch nochmal anschauen werden. Sie wird einen kleinen Vortrag halten, aber wir werden nachher zum Schluss auch nochmal die Gelegenheit haben, die Ausstellung im Foyer hinten kennenzulernen. Ja, in dem Sinne wünsche ich uns ein paar, ja, anderthalb Stunden, die wirklich das Lebenswerk von Lore Steubing so ein bisschen widerspiegelt. Und es darf auch ruhig mal zwischendurch ein bisschen gelacht werden, das muss nicht eine ganz strenge Veranstaltung hier werden. Festakt hört sich ja immer so ein bisschen formal an, soll es aber nicht sein. Und mit den Worten gebe ich jetzt zunächst erstmal an unseren Vizepräsident Kramer für das erste Grußwort. Liebe Organisationsteam, ich glaube, wir haben sehr viel geleistet auch. Liebe Wegbegleiterinnen und Wegbegleiterinnen von Lore Steubing. Als Vizepräsident für Forschung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses darf ich Sie hier sozusagen als Hausherr im Namen des Präsidenten und des gesamten Präsidiums der Justus-Liebig-Universität in Gießen begrüßen. Ich bin Herrn Müller und Team ausgesprochen dankbar für wegen zwei Dinge hier. Erstens glaube ich, dass eine Universität gut daran tut, seine Vergangenheit zu sehen. Tradition, wir haben uns immer ausgetauscht, wird natürlich im Alter, wenn wir älter werden, immer wichtiger. Aber es ist wichtig, zu wissen, wo man herkommt und wie ein Fach so entstanden ist und welche Menschen da wirklich eine große Rolle gespielt haben. Und zweitens, ich glaube, jeder kann nachvollziehen, die Corona-Pandemie hat uns zu Kaffeeklickern und Homeofficers gemacht. Und wir als, ich bin Tierarzt, also Sie als Pflanzenökologin und Pflanzenforschern sind es auch. Natur gehört dazu. Die Studierenden wollen sich die Hände dreckig machen und müssen das. Und sie müssen lernen. Und wir auch. Und davon her sind wir für Homeoffice eigentlich überhaupt nicht geeignet. Und deshalb bin ich froh, dass auch in dieser Zeit, wo gerade wieder auch eine Hochzeit der Corona-Pandemie, das überhaupt stattfindet. Ich danke Ihnen also für die Möglichkeit zu diesem Anlass, nämlich dem 100. Geburtstag, eben der Lore Steubing etwas sagen zu dürfen. Ihr Name steht für uns seit über 50 Jahren für die Bedeutung der Pflanzenökologie nicht eben nur in Gießen, sondern weit darüber hinaus.
Lore Stäubing war Botschafterin, das kann man so sagen, das muss man so sagen, bis heute der Justus Liebig Universität und hat ihren Namen nach Deutschland, aber auch in die Welt getragen. Sie war die erste Professorin der JNU. Also sie hat mit dem Gendern angefangen überhaupt. Und zu einer Zeit, als diese der Bundesrepublik insgesamt noch eine Seltenheit war. Ihre heutige Bedeutung resultiert nicht zuletzt auch daraus, dass sie wichtige Grundlagen in der ökologischen Forschung für den Umweltschutz und das Klima gelegt hat. Nur man hat es damals vielleicht anders genannt. Wenn man so will, war sie eine der ersten Forscherinnen, die sich systematisch mit Fragen des Klimawandels in Deutschland befasst hat. Ihre Arbeiten in Bezug auf die Erforschung der Zusammenhänge von Pflanzen, Boden und Luft waren eben wegweisend und Grundlage der heute international ausgerichteten Arbeit des Instituts für Pflanzenökologie. Ihren Werdegang, das werdet ihr viel besser beschreiben, die Wegbegleiter, die Nachfolger und Nachfolgerinnen. Ich will nur sagen, was für uns oder als JNU außerdem wichtig ist, sie wurde 1969 ja ordentliche Professorin und Direktorin des neu gegründeten Instituts für Pflanzenökologie an der Uni Gießen und hat sie das auch bis 1988 inne, also über zwei Jahrzehnte. Danach direkt bekam sie 1990 wurde sie Honorarprofessorin der Pädagogischen Universität in Shanghai und 1994 außerdem außerordentliche Professorin an der Universität Australe Chile, zu der wir heute noch eben partnerschaftliche Beziehungen haben. Und darüber hinaus und sicherlich absolut zu Recht 1994 die Ehrendoktorwürde der Agraruniversität Göttingen in Ungarn. Für ihre eben herausragendes wissenschaftliches Wirken. Rückblickend ist sie eine der wichtigsten Wissenschaftlerinnen der JNU, da sie die Pflanzenökologie hier etabliert und damit auch den Grundstein für die Biodiversitätsforschung an der JNU gelegt hat. Der von Lore Stäubing etablierte Forschungsschwerpunkt Pflanzenökologie wurde eben immer weiterentwickelt. Und ich glaube, positiver kann man für einen Forscher und Forscherin eben nicht sprechen. Und auf dieser Basis entwickelte sich eben der Akzentbereich der JNU auch Biodiversität und globaler Wandel und der Potenzialbereich Bioressourcen mit dem Schwerpunkt Insekten. Über das jetzt erst 2021 gegründete Lore Stäubing Institut habe ich nichts endlich zu sagen, das werden Sie sicherlich machen und da bin ich Ihnen sehr dankbar. Ich möchte mich also vor allem bei den Organisatoren und Organisatorinnen dieses Festaktes zur Eröffnung und der dazugehörigen Ausstellung natürlich auch herzlichen Dank, dass Sie das so kreiert haben. Insbesondere natürlich bei Ihnen, Herr Müller, und seinem Team für sein unermüdliches und herausragendes Engagement, um das Andenken und das wissenschaftliche Erbe von Lore Stäubing zu bewahren, ganz herzlich bedanken. Dieses Engagement zeigt, dass unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler viel an der JNU und ihren Errungenschaften liegt, also dass eben erwähnte die Tradition eben wirklich weitergeht. Und ich freue mich, ein Teil dieser Geschichte heute gemeinsam mit Ihnen ehren zu können. Und ich darf abschließen nochmal, dass wir uns einen schönen Abend, ich denke, das wird es sein, mit vielen aufregenden Bildern auch. Und ich denke, wollen Sie noch etwas einleiten oder soll ich den Herrn Schmid gleich nach vorne? Sagen noch einen. Ja, gut, dann also vielen herzlichen Dank und lassen Sie es uns genießen. Danke. Ganz herzlichen Dank. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich hier zum Geburtstagsfest heute hier. Besonders natürlich Herrn Kramer, vielen Dank für die Einleitung und Herrn Müller für die Einladung, dass ich heute hier sein darf. Wir sind ja mit dem Institut für Pflanzenökologie seit Jahrzehnten auch verbunden über unsere gemeinsame Klimaforschungsstation Linden hier, die wir ja seit, weiß ich gleich, 30 Jahren gemeinsam betreiben, sehr erfolgreich betreiben. Ja, wir feiern Geburtstag, den 100. Geburtstag. Das ist eigentlich ein fröhlicher Anlass. Und wir würden ihn auch gerne mit Lore Stäubing feiern. Sie ist, Sie wissen, es schon länger tot, deswegen feiern wir den Geburtstag ohne sie. Aber es ist eine Gelegenheit, um zurückzublicken auf das Leben und Wirken von Lore Stäubing und dabei ihre Verdienste und ihre Lebensleistung zu würdigen. Und da gibt es jetzt sicherlich berufenere Menschen als mich. Ich habe nämlich Lore Stäubing persönlich
nie kennengelernt zu ihren Lebzeiten. Insofern ist da sicher Herr Haneke besser geeignet, ihr Neffe, der ja persönlich Kontakt hatte, sehr intensiv, oder auch Herr Professor Fangmeier, ein Wegbegleiter von Lore Steubing. Die werden uns sicher dann nachher noch mehr zu ihr sagen können. Deswegen will ich mich auch da kurz fassen und dann meinen Schwerpunkt eigentlich auf das Lore-Steubing-Institut legen, was wir letztes Jahr gegründet haben, und Ihnen das mal vorstellen und auch vorstellen, was wir mit diesem Lore-Steubing-Institut vorhaben. Wenn man allerdings den Lebenslauf und die fachlichen Verdienste von Lore Steubing betrachtet, wird sehr rasch klar, dass Lore Steubing sicherlich eine Frau war mit einer enormen Energie und Schaffenskraft, die sich durch viele widrige Umstände durchgesetzt hat. Also wenn man mal ihren Lebenslauf betrachtet, eine Karriere in der DDR, die sie dann aufgegeben hat, hierher nach Gießen kam und von ganz vorne wieder angefangen hat und sich hier durchgekämpft hat als erste Professorin, als erste weibliche Professorin hier in Gießen, erkennt man, was sie für eine Energie gehabt haben musste. Frau Professor Dr. Dr. H.C. Lore Steubing war eine bemerkenswerte, international bekannte, engagierte und geschätzte Persönlichkeit, die viele Verdienste für die ökologische Forschung und den Umweltschutz erbracht hat. Ich möchte nur auf die Gründung der Gesellschaft für Ökologie hinweisen, 1970, das war sicher sehr wegweisend und vorausschauend. Das ist eine Gesellschaft, die den Vernetzungsgedanken zum Ziel hatte und zum Hauptzweck hatte. Und dieser Vernetzungsgedanke und Lore Steubings Verdienste für die ökologische Forschung waren für uns, die Gründerinnen und Gründer des Lore Steubing Instituts, der Anlass, gemeinsam Lore Steubing als Namensgeberin des Instituts auszuwählen. Als Würdigung ihrer Verdienste trägt daher das Lore Steubing Institut deren Namen. Und ich bin stolz darauf, dass wir dieses Institut nach Lore Steubing benennen durften. Anlässlich der heutigen Festveranstaltung zu Ehren von Lore Steubing möchte ich Ihnen unser Lore Steubing Institut kurz vorstellen. Wie entstand das Lore Steubing Institut? Die Geschichte fing vor 5 Jahren an, als der Naturschutz bei mir in mein Haus integriert wurde. Das HLUG, das hatte noch kein N im Namen, wurde nämlich dort zusammen mit dem Naturschutz verschmolzen und der Name geändert, Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie hieß es ab dann. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, ich mit den Abteilungen, mit dem Abteilungsleiter der Naturschutzabteilung, und wir haben mal alle Forschungsgruppen, alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier in Hessen besucht, die sich mit Biodiversitätsforschung beschäftigen. Also ich bin da hier durch die Lande getingelt, bei allen Forschungsgruppen und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern war ich. Und da wurde recht schnell klar, dass es den Bedarf und den Wunsch für eine engere Zusammenarbeit gibt. Und da haben wir auch einige Workshops durchgeführt, was wir so gemeinsam machen könnten. Und aus diesem Wunsch und aus diesen Workshops entwickelte sich der Gedanke, ein gemeinsames Institut zu entwickeln. Damals hieß es noch nicht Lore Steubing Institut, der Gedanke kam erst später. Das HLNOG und alle Forschungseinrichtungen haben dann gemeinsam in enger Zusammenarbeit das Konzept und die Leitlinie des Instituts erarbeitet. Und ich will hervorheben, Mitinitiator dieses Gedankens war Herr Mukaci, der heute leider verhindert ist. Und er hat auch die Idee aufgebracht, dem Institut den Namen Lore Steubings zu geben. Am 14. Juli des vergangenen Jahres, also 2021, gründeten schließlich die Kooperationspartner das Lore Steubing Institut gemeinsam im Rahmen einer festlichen Eröffnungsveranstaltung auch hier in Gießen am Standort des HLNOG in der Europastraße. Dort haben wir eine Außenstelle. Und die beiden zuständigen Ministerinnen, Angela Dorn, Ministerin für Wissenschaft und Kunst, und Priska Hinz, Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, haben gemeinsam mit uns das Lore Steubing Institut eröffnet und auch ihre Unterstützung zugesagt. Das will ich betonen. Und ich will auch eins sagen, in meiner langjährigen Erfahrung im öffentlichen Dienst, es ist selten, dass man 2 Ministerinnen an einen Termin zusammenbekommt. Doch was genau ist nun das Lore Steubing Institut? Das Lore Steubing Institut besteht jetzt aus ca. 40 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und wenn Sie jetzt durch Hessen gehen und schauen, wo arbeiten denn die gemeinsam, da werden Sie niemand finden. Weil das Lore Steubing Institut ist ein dezentraler Forschungsverbund. Ein Zusammenschluss der Universitäten Gießen, Darmstadt, Marburg, Kassel und Frankfurt,
der Hochschule Geisenheim University, der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung sowie mein Haus, das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Und das ist in Deutschland einzigartig. Es ist nämlich das allererste Mal, dass wir so einen dezentralen Forschungsverbund mit der Beteiligung einer Naturschutzfachbehörde gründen konnten. Was sind nun die Ziele des Lore-Stäubing-Instituts? Natürlich möchten wir Forschung betreiben. Wir möchten wissenschaftliche Erkenntnisse zum Biodiversität und Naturschutz in Hessen gewinnen. Das Fokus liegt also auf Hessen. Wir möchten die Wissenschaftler mit den Praktikerinnen und Praktikern in Hessen zusammenbringen. Und wir möchten natürlich hier Synergien heben durch diese Zusammenarbeit der verschiedenen Arbeitsgruppen, die sehr unterschiedliche Expertisen haben. Und wir möchten natürlich die Politik beraten, und das ist, das will ich auch sagen, auch der ausdrückliche Wunsch der Politik an uns, an das Lore-Stäubing-Institut, Vorbereitungen zu treffen, um evidenzbasierte Entscheidungen zu ermöglichen. Und in einer Zeit, in der evidenzbasierte Entscheidungen nicht en vogue sind, sondern Meinungen, Fake News und irgendwelche Vorstellungen, ist es, glaube ich, ein ganz wichtiges Zeichen, dass wir hier gemeinsam Grundlagenarbeit machen, um hier Entscheidungshilfe für die Politik zu erarbeiten. Und dies alles machen wir, um den praktischen Natur- und Artenschutz in Hessen erfolgreich zu gestalten. Wie sieht nun die Zusammenarbeit aus? Ich hatte es gerade schon gesagt, wir möchten gemeinsam Forschungsverbünde entwickeln, gemeinsame Forschungsvorhaben der einzelnen Arbeitsgruppen initiieren. Wir möchten natürlich Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen auch durchführen für die Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler innerhalb des Lore-Stäubing-Instituts. Es gibt eine gemeinsame Promotionsplattform für alle Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und wir möchten natürlich, dass alles, was wir erarbeiten, nicht für uns behalten, sondern auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Also wir werden auch die Erkenntnisse aufbereiten, sodass wir alle Bürgerinnen und Bürger des Landes Hessen diese Erkenntnisse zugänglich sind. Und das ist natürlich ein Thema, was vor allem den ehrenamtlichen Naturschutz betrifft, der hier ein sehr starkes Gewicht hat, nicht nur bei uns in Hessen, sondern in der ganzen Bundesrepublik. Ist ein ganz wichtiger Faktor, der ehrenamtliche Naturschutz. Auch dort sollen die Erkenntnisse des Lore-Stäubing-Instituts ankommen und verarbeitet werden, genauso wie bei dem amtlichen Naturschutz. Ja, die Themenfelder, die wir ins Auge gefasst haben, können Sie sich wahrscheinlich alle vorstellen, wenn ich Sie jetzt bitten würde, mal die wichtigsten Themenfelder im Bereich Biodiversität und Naturschutzforschung mir zu nennen, wird man darauf kommen, dass natürlich das Insektensterben, das ein Thema, ganz klar, was uns beschäftigt. Es beschäftigt uns die Auswirkung des Klimawandels auf die Biodiversität, das Monitoring und Management von Tier- und Pflanzenarten. Da gibt es so ein paar Konfliktarten, die aus meiner Sicht gar keine Konfliktart sind, aber die natürlich gesellschaftlich sehr umstritten sind. Ich will nur den Wolf nennen. Wir haben 6 Territorien im Moment in Hessen und seit fast einem Jahr kein Nutztierriss mehr. Aber es wird natürlich sehr stark in der Gesellschaft diskutiert. Auch hierfür wollen wir Forschungsarbeit leisten und natürlich innovative Methoden für das Umwelt- und Naturschutzmonitoring wollen wir entwickeln. Ich möchte da nur Satellitenfernerkundung nennen. Das sind Themen, die wahrscheinlich hier einiges verändern werden in der Forschungslandschaft hier und auch in der Anwendung des Naturschutzarbeit in Hessen. Im Vordergrund des Lore-Stäubing-Instituts steht allerdings der Vernetzungsgedanke zwischen ökologischem Fachwissen aus der Wissenschaft und der hessischen Naturschutzpraxis. Und damit agieren wir jetzt sicherlich im Sinne von Lore-Stäubing. Wir werden im Lore-Stäubing-Institut gemeinsam daran arbeiten, neue Fragestellungen der ökologischen Forschung aufzugreifen und auch den Vernetzungsgedanken umzusetzen. Ja, meine Damen und Herren, mir ist es sehr wohl bewusst, Lore-Stäubing hinterlässt große Fußstapfen. Und wir werden im Lore-Stäubing-Institut mit unserer Arbeit versuchen, der Namensgeberin des Instituts, nämlich Lore-Stäubing, uns würdig zu weisen und ihr auch gerecht zu werden. Ich bedanke mich bei Ihnen. Vielen Dank. Ja, also als zweiter Nachfolger von Lore Stäubing. Ich wurde berufen 2009. 2010 kam sie auf mich zu, kleine Anekdote jetzt, und es war ganz interessant. Sie sagt, ja, also sie war ja damals schon Ende 80, ja.
wo sie dann sagte, ja, sie würde ganz gerne mal mit einer kleinen Gruppe von Pflanzenökologinnen kommen, und dann haben wir eine kleine Führung gemacht, und man merkte genau das, was wir eben auch schon gehört haben. Also diese Energie, die selbst im hohen Alter noch vorhanden war, von Lore Stäubing. Und wir hoffen, dass natürlich, dass wir das so ein bisschen jetzt auch in den kommenden Vorträgen kurzweilig im Prinzip auch rüberbringen können. Was sie für eine Person war, wie sie gearbeitet hat. Zunächst möchten wir aber mal so einen kleinen Rückblick geben. Und zwar, wir können die Lore Stäubing nicht verstehen, ohne vielleicht mal so einen kleinen Schritt ans Anfang des 19. Jahrhunderts zu machen. Alle sind wir vertraut mit Alexander von Humboldt. Er war mehr oder weniger der Wegbereiter für die moderne Ökologie. Er war eigentlich ein Ökologe, obwohl der Begriff als solches noch nicht vorhanden war. Bei ihm ging es darum, alles mit allem zu vernetzen. Also Vernetzung haben wir eben schon gehört, Vernetzungsgedanke. Derjenige, der nachher den Begriff Ökologie definiert hat, das war Ernst Haeckel im Jahr 1866. Okay, und jetzt kommen wir zu Lore Stäubing. Hier so eins der ersten Bilder, Jost, du wirst dir nachher auch noch ein paar Sachen zeigen, aus dem Jahr 1930, klar, geboren ist er am 1.2.1922, der Vater ein Jurist, die Mutter eine Lehrerin, und in Hamm geboren, aber der Vater hatte verschiedene Stationen. Sie gingen dann zunächst nach Kassel, das war übrigens ein Bild, glaube ich, aus Kassel hier, und 1934 wurde der Vater berufen nach Berlin ans Reichskammergericht. Und dort ist er dann eben auch in Berlin in die Schule gegangen. Das war ein Bild von der Schule, das Einzige, was ich gefunden habe, die Camisso-Schule in Berlin-Schöneberg, eine reine Mädchenschule offenbar. Und ich sage das deswegen, weil dort der Erdkundelehrer letztendlich in der Unterprima sie für Biologie begeistert hat. Es muss wohl so gewesen sein, der Erdkundelehrer hatte irgendwas erzählt von Biologie und wie toll das ist. Und offenbar muss es tatsächlich so gewesen sein, dass er nach Hause gegangen ist und hat gesagt, ich werde Biologin. Aber ich werde nicht nur irgendeine Biologin, nein, ich werde eine Forscherin. Und das hat sie offenbar schon so klar und deutlich, selbst in der Unterprima gesagt, das ist glaube ich die 12. Klasse, ja? Unterprima. 1939 hat sie dann die Schule abgeschlossen mit dem Abitur. Sie hat anschließend dann einen Arbeitsdienst geleistet, das war offenbar üblich in der damaligen Zeit, bevor sie das Biologiestudium beginnen konnte an der Humboldt-Universität in Berlin. Und klar, das war jetzt Kriegszeit, ja? 1940, 1944, in der Zeit hat sie dann Biologie studiert. Sie hatte am Ende sogar schon eine Möglichkeit, eine Promotion zu machen im Pflanzenphysiologie-Institut bei Kurt Noack. Das Problem war allerdings, mittlerweile war offenbar das Haus, wo sie gewohnt haben, halb zerbombt. Also es wurde immer schwieriger. Und da erinnerte man sich offenbar daran, Sie wissen das wahrscheinlich nachher noch ein bisschen erzählen, der Vater kam ursprünglich aus Greifswald. Und man erinnert sich daran, dort in Greifswald gibt es ja durchaus eine bedeutende Universität. Und sie ist dann an die Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald gewechselt. Und zwar unter der Arbeitsgruppe von Erich Leik. Erich Leik, der hatte so gegen Ende der 1920er Jahre schon eine Abteilung Pflanzenökologie aufgebaut. Und ab 1930 hat er tatsächlich vorangetrieben, ein Institut für Pflanzenökologie zu etablieren. Letztendlich richtig geschafft hat er es offenbar dann letztendlich dann doch nicht. Aber was er gemacht hat, er hat auf der Insel Hiddensee, das kennen wir alle so als Urlaubsinsel, so ein bisschen, ja, hat er eine biologische Forschungsstation aufgebaut. Das ist so ein bisschen so das, was er tatsächlich in der Zeit eben auch geleistet hat. Und Lore Stäubing ist dann nach Hiddensee gegangen und hat dort promoviert. Hiddensee kennen wir hier von Dornbusch, das ist dieser Leuchtturm, der kommt glaube ich jeden Abend im Fernsehen, wenn sie Wettervorhersage ist. Ja. So, ich glaube, das ist der Leuchtturm. Hier ist so ein kleiner Einblick von der Landschaft, relativ aktuelle Bilder von 1921, wir sind dort mit einer kleinen Exkursion hingefahren, einfach auch mal zu gucken, wo kommt sie her, wo ist sie gewesen. Hier so die Vegetation, deswegen, weil sie natürlich in der Biodiversität damals auch gearbeitet hat und sie konnte dann im Jahr 1947, man bedenke hier, es war Kriegszeit gewesen, und sie hat es aber trotzdem geschafft, im Alter von 25 Jahren hier zu promovieren. Ja?
Und zwar sehen wir das über die Sandstrandpflanzen, die Ökologie der Sandstrandpflanzen unter besonderer Berücksichtigung der Wurzelsysteme. Konnte sie da eben promovieren. Hier auf der rechten Seite sehen wir noch das Doktorandenhaus, wo sie mit Sicherheit auch gewesen ist und dort auch entsprechende Arbeiten durchgeführt hat. Im Anschluss ist sie zunächst dort noch geblieben als Assistentin. Das ist so der Uni-Ausweis aus der damaligen Zeit. Und sie hat sich dort auch mit weitergehenden pflanzenökologischen Fragestellungen dann beschäftigt. Es ging um Windschutz zum Beispiel. Die Insel ist ja doch sehr windanfällig. Und jetzt einfach nur mal so ein bisschen, ich hatte eben gesagt, Ökologie wurde beschrieben 1866, ja, als Definition. Was hat man denn damals noch von Ökologie gedacht? Ganz interessant, kleiner Einschub hier, Wolfgang Tischler, einer der bekanntesten Ökologen von der Uni Kiel, der hat das Buch geschrieben, ein Zeitbild vom Werden der Ökologie. Und dort schreibt er interessanterweise, als meine Tochter 10 Jahre vorher, also wir schreiben das Jahr 1960 ungefähr, von ihrer Lehrerin gefragt wurde, welchen Beruf ihr Vater ausübe, sagte er, er ist Ökologe. Daraufhin die Lehrerin, da musst du dich verhört haben, so etwas gibt es nicht. Ja, also wir reden hier von 100 Jahren, war eigentlich Ökologie als Begriff schon bekannt. Aber offenbar war das noch nicht ganz durchgedrungen. Ähnliche Dinge haben wir heutzutage übrigens auch, dass so einige Dinge immer noch nicht ganz durchgedrungen sind, aber das ist ein anderes Thema. Sie ist dann im Jahr 1952 mit ihren Arbeiten, die sie schon in Hiddensee angefangen hat, gewechselt auf die Pädagogische Hochschule in Potsdam, Sanssouci. Hier sehen wir so ein Bild von ihrer Arbeitsgruppe. Das war unter Wolfgang Müller-Stoll, der übrigens auch 1933 mal in Gießen gelebt hat. Also er hatte hier eine Anstellung. Das habe ich so ein bisschen in dem Rahmen dann eben auch feststellen können. Hier einfach mal so ein paar kleinere Impressionen. Das wurden natürlich Gewächshausversuche gemacht in der Zeit. Es wurden Freilandversuche gemacht. Es ging ja um diese Windschutzproblematik. Und sie konnte dann Ende 1952 tatsächlich auch schon habilitieren. Also Alter 30 Jahre, habilitieren. Mit allen Problemen, die ja in der Zwischenzeit vorhanden waren, mit Krieg, Nachkriegszeit und so weiter. Das war ja jetzt hier in Ostdeutschland. Und sie wurde dann relativ schnell im Jahr darauf auch als, bekam sie eine Dozentur für Pflanzenökologie und Geobotanik. Und gleichzeitig auch einen Lehrauftrag an der Humboldt-Universität für Pflanzenphysiologie. Also sie war relativ rührig, sie war eine aufstrebende Forscherin, hatte offenbar wirklich einen Erfolg. Und das wurde dann gekrönt mit dem Jahr 1957, als sie eine Professur bekam in Geobotanik und Pflanzen, kann man hier glaube ich noch erkennen, allgemeine Botanik und Geobotanik an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Pädagogischen Hochschule in Potsdam. Man sollte meinen, naja gut, der Lebensweg, der ging steil bergauf und weit gefehlt. Wir sehen hier, ich will mal das Datum hier kurz erwähnen, 16. Januar 1957 wurde sie als Professorin berufen hier und den Monat drauf befand sie sich in Gießen. Was war geschehen? Sie war offenbar geflohen von Potsdam nach Gießen. Ich will da gar nicht so viel mehr zu sagen, du wirst wahrscheinlich da noch ein paar Sachen zu sagen. Da können wir hier auch schon sehen, ich war im Februar 1954 von Berlin nach Frankfurt fliegend und per Zug in Gießen gelandet, ohne dass ich wissen konnte, dass ich in dieser Stadt hängen bleiben würde. Sie ist also hier im Prinzip geflohen. Was war passiert? 5 Jahre vorher, weshalb ist sie gerade nach Gießen gegangen? 5 Jahre vorher hatte sie einen gewissen Dr. Kreuz kennengelernt bei einer Tagung in Hohenheim. Also Andreas Hohenheim. Und der hatte ihr dann gesagt, naja, falls sie mal irgendwann eine Anstellung in Westdeutschland haben möchte, dann solle sie sich doch vertrauensvoll an ihn wenden. Und das hat sie genau getan. Sie ist nach Gießen gekommen. Der erste Gang, der war nicht ins Auffanglager hier, sondern er war mehr oder weniger direkt zu der Außenstelle des Deutschen Wetterdienstes, wo sie dann auch relativ schnell eine Assistenz
Stelle bekam. Also ein deutlicher Rückschritt von dem, was sie ja vorher gemacht hat, mit Professur und so weiter. Und hat dort erst mal begonnen. Also es muss schon gravierende Dinge vorgefallen sein, die wir alle im Detail so alle wissen, aber vielleicht kannst du uns ja nachher so ein paar Dinge da noch zu sagen. Offenbar war es aber tatsächlich so, dass sie relativ schnell als eine bedeutende Wissenschaftlerin erkannt wurde und sie bekam relativ schnell auch einen Lehrauftrag für Botanik und Ökologie. Ein Jahr drauf hat sie sich umhabilitiert, also ging Schlag auf Schlag hier. Hier sehen wir die Antrittsvorlesung über Wasser- und Nährstoffaufnahme durch Blätter. Und jetzt, Herr Kramer, der entscheidende Punkt für die Universität Gießen kommt nämlich jetzt. Das nächste Jahr, 1959, wurde sie außerplanmäßiger Professor. Also das hat man damals noch nicht gegendert. Ja. Und wir sehen hier an der kleinen Sache in der Gießener Anzeiger, junge Frau im Professorentalar, erste weibliche Professorin der Justus-Liebig-Universität. Und sie sagt jetzt hier unten, das habe ich ein bisschen rot markiert, dass das offenbar hier in Westdeutschland gar nicht üblich war. Das war nur eine reine Männerdomäne. Offenbar war das eher üblich, dass in Mitteldeutschland, also ich denke, sie meint damit die DDR, ja, dass es da wesentlich mehr weibliche Professorinnen, also Professoren im Prinzip dann auch im Lehrkörper schon gab. Hier in Gießen war sie in dem Botanikinstitut von Dietrich von Denver. Ganz bedeutende Persönlichkeit hier in Gießen, das war das Botanikinstitut 1. Und er hat sich gleich am Anfang für sie eingesetzt, gesagt, naja gut, wir müssen hier vielleicht eine Botanik 2 etablieren. Und zwar mit dem Schwerpunkt Pflanzenökologie. Er hat angefangen 1961 Briefe zu schreiben, so das, was man heutzutage macht, wenn man von dem Vizepräsidenten was haben will. Es wurde mit Nachdruck dann 1962, 1963 weitere Briefe geschrieben, keine Reaktion. Ja. Bis dann das Jahr 1966 kam und sie hatte einen Ruf an die ETH Zürich, an den renommierten Lehrstuhl für Geobotanik erhalten. Ja, und dann überschlugen sich die Wellen. Dann war natürlich klar, das ist eine herausragende Wissenschaftlerin und die wollen wir behalten. Und dann gab es auch tatsächlich einen Antrag von der Universität ans Kultusministerium. Und darin wird eben auch nochmal deutlich gemacht, naja, ist ein renommierter Lehrstuhl der ETH Zürich. Wir sollten sie auf jeden Fall hier behalten. Wir haben die Möglichkeit, hier sogar den ersten Lehrstuhl für Pflanzenökologie in Deutschland einzurichten. Und es ist eindeutig die bestqualifizierteste Persönlichkeit, die wir für gewinnen können. Man sollte meinen, dass wer mit Frohlocken und mit wehenden Fahnen aufgenommen worden von der hessischen Regierung, weit gefehlt, weil der Finanzminister Oswald, der hat einfach gesagt, nein, machen wir nicht, wir haben kein Geld dafür. Es wurde hier sogar schon deutlich gemacht, wo können wir das Geld herbekommen. Man wollte zunächst erstmal Gelder von einem Biochemie-Lehrstuhl abzweigen, dass man das etablieren konnte. Nein, sollte nicht passieren. Und ja, vielleicht hätte man sich heute damit zufrieden gegeben, allerdings nicht bei Denver. Denver war tatsächlich eine Koryphäe auf dem Gebiet, der sich damit nicht zufrieden gegeben hat. Zunächst hat man versucht, sie hier zu halten mit einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit. Das sehen wir hier auf der linken Seite. Das war natürlich von Denver nicht genug. Und dann kam es tatsächlich zu einem Eklat. Wurde ein öffentlicher Streit um diesen Lehrstuhl ausgetragen. Wenn wir uns jetzt mal genau anschauen, welche Jahreszahl hier überall erscheint, da ist das Jahr 1968. Das war gerade zu der Zeit, als sowieso die Hochschulpolitik, naja, so gewisse Wege gegangen war und es war sehr viel im Umbruch zu dem Zeitpunkt eben auch. Es waren natürlich auch bestimmte Punkte, die wollte man gern behalten, von den alten Ordinarien, die alle abgeschafft werden sollten und so weiter. Der Schütte, der Kultusminister Schütte, der hatte da andere Ideen. Es gab, tatsächlich kam es zum Streit. Und es wurde wirklich angefochten. Das ging hoch bis zum Ministerpräsidenten Zinn. Es musste eine Entscheidung getroffen werden. Und die Entscheidung wurde zugunsten des Lehrstuhls für Pflanzenökologie getroffen. Siehe da, es funktioniert. Man darf auch mal einen Streit ausfechten. Das war jetzt ein Brief, der kam Ende 1968 hier in Gießen an, dass beabsichtigt wurde, diesen Lehrstuhl tatsächlich im folgenden Jahr einzurichten.
Und das sehen wir dann hier, am 20. Juni 1969 wurde sie als ordentliche Professorin berufen auf den Lehrstuhl der Botanik 2 bzw. der Pflanzenökologie. Naja, hier sehen wir noch so ein bisschen, wie die Ausstattung des Lehrstuhls aussah. Der Kramer, es hat sich nicht viel geändert, wie man sieht. Ja. Und das Interessante ist, sie konnte da jetzt allmählich beginnen. Ja. Sie bekam auch Gelder, die hat sie auch dann gleich eingesetzt, um zum Beispiel am Schiffenberger Wald das sogenannte Ökozentrum aufzubauen. Das ist unser Feldlabor. Es wurde in Eigeninitiative, alle Studenten hier, die mussten im Prinzip mithelfen, Doktoranden, die mussten die Schaufel schwingen. Hier ganz auf der anderen Seite sehen wir die Waldarbeiter, die erstmal roden mussten. Also alle waren irgendwo involviert, um dieses Ökozentrum tatsächlich aufzubauen, damit die Forschung beginnen konnte. Und wir sehen das jetzt hier. Es war natürlich nicht nur Forschung, es wurde auch hier und da schon mal gefeiert. Mir wird heutzutage noch gesagt, naja, die Feierei, die ist ein bisschen nachgelassen, man müsste mal mehr feiern, so wie in den 70er Jahren. Ja? Vielleicht erinnert man sich auch nur an die Feiern, ich weiß es nicht. Wie auch immer, man sieht das hier, ist ein Bild auch von dem Ökozentrum am Schiffenberger Wald. Gehört immer noch zu uns, zum Institut, muss ich dazu sagen. Und wir haben auch noch gewisse Pläne damit. Dann kam es dann zur Einweihung im März 1972 hier. Alle diejenigen, die die Unterschrift geleistet haben, ich weiß nicht, ob der eine oder andere hier unter uns ist, der seine Unterschrift hier vielleicht sogar wiedererkennt. Vielleicht der eine oder andere, wie auch immer. Auf jeden Fall, es wurde feuchtfröhlich im Prinzip begonnen. Und ja, es wurde dann im Prinzip auch die Forschung angetrieben. Und das sehen wir hier an dem Bild, das ist eigentlich ein wunderschönes Bild von ihr, die auch so ein bisschen die Ausstrahlung von ihr deutlich macht. Auch so diese Energie und so weiter, die mit ihr tatsächlich verbunden war. Ja. Es stellte sich auch relativ schnell ein, dass Promotionen fertig wurden. Hier 1971 Promotion von Hans-Jürgen Jäger. Er war nachher der Nachfolger von ihr. Und hier auf der anderen Seite Ulrich Kirschbaum. Wunderbar eben auch diese Party-Time, die natürlich dann auch wiederum da war. 70er-Jahre-Stil, es könnte nicht schöner sein. Ja. Sieht man auch hier mit den entsprechenden Getränken und so, das passt alles wunderbar zusammen, ja, was man damals eben dann hatte. Es gab dann auch, ich komme ganz kurz auf die Forschung zu sprechen, Andreas, aber ich überlasse das dann gleich dir. Ich habe es einfach mal das stinkende Ökozentrum überschrieben. Es gab so eine Art Poesiealbum. Also da haben die Studenten auch verschiedene Dinge eingetragen und ein Student hat diesen Eintrag hier gemacht, das Feldlabor oder vergangene Romantik einer modernen Arbeitswelt. Und da wird dann hier drin geschrieben, das Erste, was ich bemerkte, war, draußen roch es nach faulen Eiern. Es war keine Farm, die bestreikt wurde, offenbar wurden Farmen bestreikt, sondern das H2S meiner Träume. Ja, also wir hatten es mit Umweltproblemen in den 70er Jahren zu tun, die wir heute nicht mehr kennen. Die Schwefelverbindungen in der Atmosphäre, die hatten so stark zugenommen, dass es mit saurem Regen zu tun hatte. Das wurde dann mit diesen Glocken teilweise untersucht, eben am Feldlabor. Es wurde Gemüse untersucht. Man sieht hier auch schon Forschungen für den Umweltschutz. Also es geht so ein bisschen auch in die Richtung, wie wir es halt heute machen. Also aktuelle pflanzenökologische Forschung, die im Prinzip genau diese Probleme aufgreift, die damals da waren. Ja. Und hier sehen wir Uni-Forschungsprojekt über den sauren Regen. Das sage ich deswegen, weil dieser junge Mann hier, den wir hier sehen, der wird uns dann gleich noch ein paar Dinge erklären. Das ist nämlich der Andreas Fangmeier, der hier zu meiner Linken hier vorne sitzt. Ja, hier einmal ein Bild aus dieser Zeit, wo man einfach auch nochmal sehen kann, ich habe es einfach in Action genannt. Ja? Auf der einen Seite ist es die Forscherin, die so richtig rüberkommt, richtig so aktiv rüberkommt, auf der anderen Seite aber auch die Lehrerin, die immer so eine gewisse Schar von Studenten um sich geschart hatte und auch wirklich sehr gute Lehre offenbar machte und so, dass Leute wirklich gerne ihr zugehört haben. Also wirklich aktiv auf allen möglichen Bereichen eben auch. Ja. Daneben hat sie natürlich auch die Vernetzung in verschiedene Länder vorangetrieben. Hier nur mal als ein Beispiel die Zentralafrikanische Republik, wo sie eben auch Forschungsprojekte durchgeführt hat. Aber da gab es eine ganze Reihe von anderen Forschungsprojekten, allen voran Chile habe ich ja eben schon erwähnt, zeige ich gleich noch ein Bild zu.
Und sie hat diese globale Vernetzung der Ökologie, hat sie damals schon vorangetrieben. Und das kann man ihr gar nicht hoch genug anrechnen. Wo sie besonders stolz drauf war, das war dieser Umweltschutzpreis 1982. Den gibt es ja immer noch. Und sie hatte ja 10 Jahre vorher, das haben wir eben schon gehört, die GFÖ begründet. Und da war ja auch schon so ein bisschen so dieser Gedanke, wir müssen im Prinzip das weiterdenken. Die Forschung kann nicht im stillen Kämmerlein passieren, sondern es muss weitergehen, auch in die Öffentlichkeit hineingehen. Und genau das sehen wir hier letztendlich auch. Wenn wir uns den einen Satz hier mal rauspicken, das Wirken von Professor Steubing ist Beispiel und Vorbild, Wissen und Können des Einzelnen erfolgreich in den Dienst des Gemeinwohls zu stellen. Ich denke, das kann man nicht besser umreißen, was die Bedeutung von ihr war, wie sie auch Forschung verstanden hat. Tatsächlich auch ganz praktisch mit Umsetzung für die Allgemeinheit letztendlich auch. Hier ein Bild, wir neigen uns schon zum Ende ihrer beruflichen Laufbahn, 65. Geburtstag, das war dann 1987, im Jahr drauf wurde sie dann emeritiert. Hier so eine kleine Institutsfeier, die überschrieben wird mit 100 Jahre Pflanzenökologie, sie war 30 Jahre in der Pflanzenökologie und die verschiedenen Mitarbeiter, die darunter erwähnt werden, die hatten auch jeweils 30, 10 und 10 Jahre und so weiter. Also zusammen hatte man wieder 100 Jahre. Passt ganz gut zum heutigen Jubiläum, 100, passt ganz gut. Da finden Sie vielleicht auch wieder einige wieder, die hier im Saal sitzen. Ich sehe da so ein paar Leute, die nicken, wo man sich da vielleicht drin wiederfinden kann. Ja? Also positiv. Also wir haben ein paar Ehemalige dabei, die sich damals hier verewigt haben. Ja, es wurde dann das Jahr drauf eine Emeritierungsfeier durchgeführt. Die fallen ja heutzutage weg, weil man nicht mehr emeritiert wird. Aber damals gab es das noch. Das war dann auch im Hauptgebäude, fand das eben statt. Und da wurde eben auch nochmal betont, in Sachen Ökologie und Umweltschutz hat sie einfach einen Weltruf für die Universität geschaffen. Und genau das ist ja auch das, was wir so ein Stück weit weitertragen wollen, mit der aktuellen Forschung, aber auch mit dem, was dann danach kommen soll. Hier mal so ein Bild nach ihrer Emeritierung. Sie war auf keinen Fall arbeitslos. Sie fing dann so richtig wieder an mit verschiedenen Forschungen. In Chile war sie besonders gerne. Sie hatte dort wirkliche Freunde auch gefunden. Aber sie wurde darüber hinaus natürlich auch mehrfach geehrt. Sie hat mehr oder weniger die Justus-Liebig-Universität in die Welt getragen. Ja? Das, was wir eben schon gehört haben, das sind so die Urkunden hier aus Shanghai, Gödelö, 50 Jahre Promotion in Greifswald. Sie hat auch zum Beispiel den japanischen Kaiser getroffen, verschiedene andere Leute, Dalai Lama und so weiter. Also du gehst da, glaube ich, auch noch kurz drauf ein. Ne? Also sie war wirklich eine Persönlichkeit der Universität Gießen, die wirklich auch nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch darüber hinaus tatsächlich eine Weltbedeutung hatte. Und das ist ja auch das, was wir heute so ein bisschen ehren wollen. Also ich komme jetzt auch so ein bisschen so zum Schluss. Was wir tatsächlich sagen können, ist, dass sie Maßstäbe gesetzt hat. Maßstäbe für die heutigen Forscher, für die heutige Forschung, die wir eben auch weiter treiben und wo ja auch die Universität Gießen im Prinzip weiter dran arbeitet. Auf der einen Seite ist es die Klimafolgenforschung und dazu muss man tatsächlich sagen, hat ja der Herr Schmid eben auch schon erwähnt, ihr Nachfolger hat wieder genau das gemacht, was sie eben auch gemacht hat. Der Jäger hat 1989, als das mit dem Klimafolgenforschung wirklich akut wurde, es wurde IPCC, wurde im Prinzip begründet, dass diese Vereinten Nationen Sache für Climate Change. Und er hat wirklich aktuelle Forschung wieder aufgegriffen, die zu dem Zeitpunkt aktuell war und die immer noch aktuell ist. Das heißt, wir haben jetzt mittlerweile ein Klimafolgenforschungsgroßprojekt am Laufen, was weltweit einzigartig ist in der Länge, wie es bisher funktioniert hat. Und ich glaube, da kann die Universität durchaus stolz drauf sein, weil letztendlich fußt es auch wiederum in dem, wie der Spirit von Lore Steubing das weitergetragen hat. Wir haben auch heute ein Netzwerk globaler Zusammenarbeit. Herr Schmid hat auch schon ein bisschen darauf abgehoben. Das geht also von Europa, von Dublin,
bis hin nach China, Neuseeland, also in sämtliche Regionen der Erde haben wir eine ganz enge Vernetzung. Im Zentrum hier die Vereinten Nationen auch mit der FAO und der IAEA, wo wir jetzt auch ganz konkret Pläne haben, wie wir da im Prinzip auch eine stärkere Vernetzung umsetzen können. Also es geht alles im Sinne von Lore Steubing letztendlich auch weiter. Es ist vor allen Dingen eine gewisse Kohärenz, die eben da auch da sein sollte. Wir haben ja eben gesagt, wenn man älter wird, erinnert man sich so ein bisschen mehr auch so an die Geschichte. Und das Bild habe ich eben schon mal gezeigt, Ökozentrum 1969, das aktuelle Bild ist das. Man achte darauf, dass die Fenster und die Bank noch genau so sind wie vor über 50 Jahren. Ja. Fand ich ganz interessant, weil das existiert noch und das halten wir auch noch durchaus in Ehren. Es fängt natürlich an, so zu verfallen und ich glaube, da ist auch eine gewisse Zusammenarbeit vielleicht in dem Fall angedacht, wo man sich darüber nachdenken könnte, wie können wir das Erbe von Lore Steubing retten, auch indem man vielleicht die Dinge, die sie angefangen hat, auch ein Stück weit nochmal wieder neu aufzugreifen. Wichtige Worte, Keywords, wie man heutzutage sagen würde, die wir hier im Prinzip eben auch haben, ist Lore Steubing, natürlich von dem Namensgeber der Universität Justus Liebig, spielt eine gewisse Bedeutung, ganz große Bedeutung und mit Lore Steubing zusammen eben dann auch, aber was natürlich hier wichtig ist, es ist global, es ist eine globale Forschung. Wir machen Agroecology, einfach mal den englischen Namen zu nennen, Agrarökologie, genau das, was Lore Steubing eben auch angefangen hat, Klimawandel oder Climate Change. Und ich denke, was wir durchaus sagen können, wir haben die Partner durchaus zusammen. Vom Lore Steubing Institut über Vereinten Nationen, mit denen wir ganz eng zusammenarbeiten, über das HLNOG, Herr Schmid hat das ja eben auch verdeutlicht. Wir haben, glaube ich, sogar, Sie haben 30 Jahre gesagt, aber ich glaube, das war sogar noch wesentlich länger. Ich glaube, es hat zu Steubings Zeiten schon begonnen, diese ganz enge Kooperation. Ich könnte mir vorstellen, dass es keine längere Kooperation gibt als tatsächlich mit dem HLNOG. Und natürlich der Justus Liebig als Dachorganisation, über die wir das durchaus dann auch versuchen können zu etablieren. Dass man auf der einen Seite regional vielleicht versucht, was zu machen, auch dieser Umweltgedanke, dass man den auch wieder in die Öffentlichkeit hineinbringt, wie das, was man eben auch gesehen hat beim Umweltpreis, aber auch natürlich global agiert, wo man versucht, globale Probleme auch versucht, global anzugehen, wie zum Beispiel den Klimawandel. Und da brauchen wir global arbeitende Institutionen, mit denen wir dann natürlich auch vernetzt arbeiten sollten. Ja, also in dem Sinne, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ich gebe jetzt das Wort weiter an die beiden Wegbegleiter. Zunächst Andreas Fangmeier, der uns zunächst ein bisschen was mehr erläutern wird über die wissenschaftliche Seite, glaube ich. Ja? Also ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Liebe Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter, die ich hier auch sehe, wenn es auch schon über 20 Jahre her ist. Aber es ist schön, wieder hier zu sein. Lieber Christoph, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Das ist toll. Ob ich dir die Jugendbilder von mir verzeihe, da muss ich noch drüber nachdenken. Ein paar Vorbemerkungen. Erstens, die akribisch-geschichtswissenschaftliche Aufarbeitung von Loris Werdegang, die hast du gemacht. Und ich habe mich gar nicht bemüht, das überhaupt hinzukriegen in irgendeiner Art und Weise. Kann ich nicht, so gut bin ich nicht im Recherchieren. Seine Vorbemerkung, ich finde Weggefährte oder Wegbegleiter relativ hochgegriffen, was mich betrifft. Weil Lore war meine Lehrerin, meine Förderin und irgendwann auch eine Freundin. Und ich weiß, dass ich ziemlich stolz geschwellt war, als sie mir das Du angeboten hat. Das hat sie nicht mit jedem gemacht. Und insofern habe ich mich da schon ziemlich gebauchpinselt gefühlt. Das war ein schöner Moment. Der nicht so schöne Moment war, vor 10 Jahren auf dem Friedhof die Trauerrede zu halten. Das durfte ich nämlich auch machen. Das war ein eher zweifelhaftes Vergnügen. Heute können wir da deutlich positiver schauen. Dritte Vorbemerkung. Ich habe so eine Art von Laudatio noch nicht gemacht, von jemand, der nicht mehr ist und den man in bester Erinnerung hat. Also wenn das jetzt nicht Ihren Ansprüchen genügt, dann entschuldige ich mich schon im Vorfeld. Schauen wir mal, was draus wird.
Ich habe nur eine Folie, die baut sich jetzt so langsam auf. Die Bilder sind fast alle von mir. Ich glaube, eins habe ich geklaut von Joost, nämlich das hier aus Chile. Da weiß ich nicht mehr, wer auf den Auslöser gedrückt hat. Aber ich glaube, es gehört jetzt allen. Also für Copyrights dafür, ich bitte doch mal. Wegbegleitung. Dann macht man doch mal einen Weg und ich mache das, den Weg als Zeitachse. Ich davon nur einen kleinen Teil. Die Zeitachse habe ich so gewählt, weil es über diesen Zeitraum ungefähr wissenschaftliche Publikationen von Doro Sträubing gibt. Und ich bin das erste Mal mit ihr in Berührung gekommen, ohne von ihr irgendwas zu wissen, als ich mich 1974 in Fulda habe beraten lassen, wo ich denn studieren könnte. Sie wollen was mit Umweltschutz und Umwelt machen, ne? Dann gehen Sie doch nach Gießen. Also auf einem Arbeitsamt in Fulda war der Ruf, dass man in Gießen was machen kann mit Umweltschutz, bereits gedrungen. Fand ich ziemlich beeindruckend, so im Nachhinein, nachdem ich gelernt habe, wie die ganze Vorgeschichte ist. Was ich jetzt gemacht habe, und auch da bitte ich um Entschuldigung, ich habe einfach die verschiedenen Rubriken, die verschiedenen Aktivitäten, die ich so rekonstruieren könnte aus den Papers, aus dem, was ich weiß, aufgelistet. Und diese Auflistung ist nicht komplett, überhaupt nicht. Kann auch gar nicht, weil dann säßen wir morgen früh noch hier. Also will ich Ihnen nicht zumuten, so lange müssen Sie mich nicht ertragen. Und Wurzelsysteme, ein paar Dinge tauchen jetzt wieder auf, die Christoph eben schon mit Zahlen und Projekten belegt hat. Wurzelsysteme war zum Beispiel eine Arbeit auf Hiddensee mit dem Wurzelsystem von Strandpflanzen. Dann steht hier Heckenökologie. Da kann man viel drunter verstehen. Da gibt es alles Mögliche, den Windschutz von Hecken. Da gibt es den Effekt auf das Mikroklima. Da gibt es den Effekt auf Betauung und Tau- und Wasserhaushalt von Franz Mayer auch was sie in ihren sehr frühen Jahren gemacht hat. Da gab es auch Hecken als Schutz vor Dreck, als Staubfänger. Immer noch hochaktuell, weil die Feinstaubproblematik ist da. Und wenn Sie sich an solche, wie drücke ich das jetzt freundlich aus, an solche Rohrkrepierer, Entschuldigung, wie die Mooswand in Stuttgart oder Mooswände, die es auch in Tübingen gab und so, denken, da haben Leute so eine Idee aufgegriffen und sagten, ja, Pflanzen könnten doch auch zur Filterung von Stäuben dienen. Muss nicht immer klappen, bei Hecken funktioniert es und Stadtvegetation und Straßenbegleitgrün als Umweltschutzmaßnahme, mikroklimatisch und pollutionmäßig ist nach wie vor ein aktuelles Thema. Sie hat das vor fast 70 Jahren schon drauf gehabt. Es gibt eine Reihe von Arbeiten über Bodenprozesse. Ich habe das einfach mal Mineralisation genannt, ohne dass ich jetzt auf die einzelnen Papers eingehen möchte, weil ich will ja nicht so unheimlich lange reden. Es gab limnologische Arbeiten. Es gab ja auch die Forschungsstation am Edersee, die sie an das Institut angegliedert hat und die lange betrieben worden ist und dann erst, oder ihrem Nachfolger umgewandelt worden ist und dann nicht mehr zum Institut gehört. Und Sie sehen so ein bisschen an diesem Ausmaß, das ist ungefähr der Zeitraum, aus dem ich über diese Themengebiete, die eben nicht komplett sind, Publikationen gefunden habe, dass die Arbeiten vielleicht vorher angefangen haben, ist auch klar, aber es spiegelt so ungefähr wieder, wann was war an Hauptarbeitsrichtungen. Und wie gesagt, ich habe nicht den Anspruch, alles da drauf zu haben. Ich habe auch nicht den Anspruch, jede, die mitgearbeitet hat, irgendwie zu repräsentieren. Das ist gar nicht möglich, denn sie hat ungeheuer viel gemacht, wir werden das noch sehen. Die Biodiversion habe ich mal ganz fett gedruckt, weil da war sie, glaube ich, die Koryphäe in Deutschland und darüber hinaus. Egal um was es da geht, Flechtenmonitoring zur Luftverschmutzung, welches Weidelgras als Akkumulationsindikator für Schwefel oder Fluor oder Schwermetalle, Tabak als Indikator für Photooxidantien, was auch immer. Da war sie führend, da hat sie jede Menge Methoden etabliert. Es gibt VDI-Richtlinien, die auf Arbeiten beruhen, die hier oder von ihr entwickelt worden sind. Also da war sie wirklich eine der Koryphäen. Es fallen wieder zwei Namen ein, die in Deutschland da auch hätten Konkurrent sein können, aber da war sie wirklich, wirklich stark drin.
Stadtökologie hat damit zu tun, weil vieles ja auch in städtischen Ballungsgebieten stattfand. Zum Beispiel das große Projekt mit dem Umlandverband Frankfurt in den 70ern und darüber hinaus. Das waren Projekte, wo Monitoring gemacht worden ist, wo Hinweise gegeben worden sind für Leute, die halt Städte so gestalten, dass sie freundlich sind für die Leute, ein gutes Mikroklima haben und wenig Belastung haben. Vegetationsökologische Arbeiten gibt es. Und da steht vor allem Chile, weil die meisten Papers zu Vegetationsökologie aus Chile sind. Und ich hätte das Chile eigentlich viel, viel fetter drucken müssen, weil das natürlich auch eins ihrer Gebiete war, wo sie immer wieder hingegangen ist. Und Christoph Müller hat uns ja schon erzählt, dass sie da auch noch eine Professur hatte. Und das spiegelt sich in den zahlreichen Kontakten wieder. Das spiegelt sich darin, dass es Doktoranden gibt, wo ich den einen davon, der jetzt auch gerade im Ruhestand ist, gerade verpasst habe, als ich vor 2 Jahren in Chile war. Leider, da war er nämlich auf einem anderen Kongress. Aber das ist so, Chile ist ganz wichtig, aber nicht nur. Und das hier passt, glaube ich, etwas, an das ich mich erinnere. In Ihrem Büro hing eine Weltkarte mit Pins, wo Sie überall waren. Und manchmal dachte ich, sie lässt besser die Pins weg und steckt nur was ein, wo sie noch nicht war. Sie ist unheimlich viel rumgekommen, sie hat unheimlich viel bereist. Und wenn jemand das Stichwort oder den Spruch sagt, Reisen bildet, sie hat das bewiesen. Weil sie wusste immer aus jeder Region etwas, sie kannte die Spezifika. Und auch wenn wir heute nicht so reisen können, wie wir das gerne tun würden, wenn heute vieles virtuell mit Google Earth stattfindet, es kann nicht ersetzen, dass man vor Ort ist, dass man versteht, wie da das Klima ist, wie die Bedingungen sind, wie das ganze Umfeld ist, damit man begreift, warum wächst dort so etwas und dort so etwas, was hat die Evolution wie hervorgebracht, mit welchen Gesetzmäßigkeiten. Sie war wirklich eine Weltreisende und in den gar nicht so langen Zeiträumen oder in den Jahren, in denen ich ihr Wegbegleiter war, gab es da immer neue Pins in der Karte. Das war echt beeindruckend. Ich habe leider kein Bild von der Karte, nie mich getraut, da in ihrem Office zu fotografieren, aber das wäre auch beeindruckend gewesen. Schachgasforschung. Ein bisschen was ist schon angeklungen über den Schwefelwasserstoff. Da haben wir eine ziemlich niedrige Geruchsschwelle, weil es nämlich giftig ist, auch für uns. Und die Evolution sorgt ja dafür, dass wir manchmal vor Dingen, die giftig sind, auch weglaufen können. Aber das war nur eins der ersten. Es gibt jede Menge andere Gase, mit denen Lore Stäubing geforscht hat, über diese geforscht hat, publiziert hat, Projekte an Land gezogen hat. Und die Nachfolger davon in Form von Expositionsanlagen, die stehen ja heute noch am Institut. Sie hat zwar noch nichts mit CO2 gemacht, aber im Prinzip ist das gleiche Prinzip. Ganz wichtig. Damit im Zusammenhang Schwermetallforschung. Auch als große Gruppe, wenn ich jetzt anfange, die ganzen Schwermetalle aufzuzählen, über die es Arbeiten von ihr gibt, dann wird das auch eine längere Liste. Wir haben Gott sei Dank die Situation, dass wir inzwischen kein bleihaltiges Benzin mehr tanken, aber im Jahr 1985 hatten wir das noch. Und die Emissionen zum Beispiel an Blei, die vor allen Dingen auf den Kfz-Verkehr kamen, aus Benzin, die sind heute noch 2% von dem, was sie damals waren. Eine gute Entwicklung. Und wenn Sie heute am Rand einer Autobahn buddeln, das Blei geht nämlich nicht weg, weil es nicht mobil ist, dann können Sie immer noch feststellen, dass dort viel gefahren wurde und viel Blei emittiert wurde. Ganz wichtig. Ein letztes Stichwort zu Ihren Forschungsaktivitäten kommt noch. Heideforschung, Heideökosysteme war auch ein Schwerpunkt. Hat auch was mit Deposition zu tun, mit Stickstoffdeposition aus der Luft, was zur Vergrasung von Heideökosystemen führt. Sie hat da einige Projekte an Land gezogen. Mindestens eine Doktorandengeneration hat da sehr heftig drüber gearbeitet. Es gab Symposien dazu, also auch da war sie aktiv. Jetzt kommen so ein paar Pfeile, die ich erklären muss. Die sehen irgendwie mickrig aus, aber die haben auch eine Bedeutung. Sie ahnen vielleicht, was das ist. Der erste hier ist der Lehrstuhl. Und Lore Stäubing berufen darauf. Der zweite ist Ihre Emeritierung. Jetzt würde ich Sie bitten, diesen völlig
unvollständigen Überblick an Themenbereichen, den sie bearbeitet hat, in der Zeitachse zu vergleichen. Und man muss einfach sagen, der Laden hat gebrummt. In ihrer aktiven Zeit, aber auch noch darüber hinaus. Denn hier ist sie in Ruhestand gegangen, Publikationen nach dem in Mengen. Und auch Menschen, die für sie gearbeitet haben. Also sie war aktiv, lang, lang über den sogenannten Ruhestand hinaus. Was fällt mir dazu noch ein? Etwas kritische Bemerkung. Nein, nicht zu ihr, sondern zu dem Umfeld, in dem sie sich bewegt hat. Wir hatten eben das Stichwort erste Professorin in Gießen. Sie ist in einer Zeit aktiv geworden oder gewesen, als Professorinnen in Deutschland noch die Ausnahme waren, jedenfalls in der BRD. Und ganz richtig hat sie gewusst, das war in der DDR anders. Aber die Reputation von Wissenschaftlern in dem DDR-System bei uns war eine völlig andere. Wir hatten damals weniger als 5% Frauen auf Professorenstellen in der BRD. Wir sind heute bei gut über 20%. Das ist ein Fortschritt, aber das ist noch lange nicht das, wo wir hin müssten. Die Schere, zunehmender akademischer Grad und das Geschlechterverhältnis ändert sich, die haben wir nach wie vor. Also wir sind weit von dem Idealzustand entfernt. Und ich weiß, dass ich auf manchen Tagungen war, wo die Silverbacks saßen, die dann meinten, na, da kommt einer aus der Gruppe von der Stäubing, die bricht in unser Territorium ein und macht Forschung, die wir doch viel besser können. Und ich habe das schon manchmal gemerkt, das war feindlich. Sie hat es nicht einfach gehabt in dem wissenschaftlichen Umfeld, was Männer dominiert, Silverback dominiert war, sorry, wenn ich das so sage. Und sie hat das alles durchgestanden, sie hat das an sich abperlen lassen, sie hat sich nicht beirren lassen, sie hat gemacht, sie hat Aktivität gezeigt, das war der Wahnsinn. Machen wir uns klar, vor wenigen Jahrzehnten haben die Frauen noch die Männer um Erlaubnis bitten müssen zu arbeiten. Also sie hat in einem Umfeld gearbeitet, was deutlich, deutlich schwieriger war, als das heute ist. Und heute sind wir immer noch vom Idealzustand entfernt. Ich wollte keine Genderpolitik machen, sorry. Jetzt kommen hier so kleine Balken, die stammen aus meinen Tagebüchern. Ich habe nämlich mal alles durchforstet, wo das Stichwort Stäubing auftauchte. Und diese komischen Balken, diese blauen, die hier immer wieder auftauchen, bei dem hier weiß ich nicht, Durchsage ohne Gewehr, das waren die Mitarbeiterseminare, die das Institut unter ihrer Leitung am Edersee in Klausur durchgeführt hat. Mindestens einmal im Jahr sind wir alle zusammengekommen. Wir waren mindestens 3 VW-Busse plus ein paar Privatautos. Und dann haben wir 2-3 Tage lang Vorträge gehalten, geübt Vorträge zu halten, unsere Projekte vorgestellt, unsere Arbeiten vorgestellt, uns Kritik gestellt. Und sie hat dafür gesorgt, dass das, was sie im Kopf hatte, dieses enorme Wissen, dass das auch verteilt wurde an die nachfolgenden Generationen. Hier steht mein Tagebuch Edersee. Ich weiß gerade nicht, ob es die Station da noch gab. Das kann auch was Falsches sein. Dazwischen sind ein paar, wo sie auch lange nach dem Ruhestand solche Seminare gemacht hat. Aber am Institut, auch die waren mindestens ganztägig. Und es war immer noch eine große Arbeitsgruppe. Ich erinnere mich, dass hier diese Gruppe, dass wir da, glaube ich, mit 14 Personen immer noch waren. Leute, die darüber gearbeitet haben. Und ich habe immer bewundert, wie sie es das geschafft hat. Sie hat nicht nur einmal im Jahr die Leute zusammengerufen, sondern wir haben regelmäßig kleine Seminare gehabt. Es gab immer den Austausch. Also sie hat es geschafft, einen riesen Laden mit wirklich vielen, vielen Diplomandinnen, Diplomanten, Doktorandinnen, Doktoranden immer wieder zusammenzubringen und auch für jeden Zeit zu haben. Und manchmal in atemberaubender Geschwindigkeit auch Dinge zu lesen, wo es Fristen gab. Und ich weiß nicht, ob du, Jost, noch was erzählst von ihren Beschwerden. Sie konnte nicht so gut gucken, es hat ihr wehgetan und Mühe bereitet. Das hat man nie gemerkt, sie hat sich das nie anmerken lassen, sie hat das einfach gemacht. So, jetzt, hey, ich hatte so einen Spickzettel mit ein paar Stichworten, aber ich glaube, ich habe das meiste gebracht. Was mich sehr gefreut hat, ist beim Surfen im Netz zu finden, dass es das Institut gibt. Das Lore-Stäubing-Institut ist vorgestellt worden
Und ich freue mich sehr, dass Lore Stäubings Name hier weiterlebt. Sie hat mit Sicherheit, mit ihrer Denkweise, mit ihrem ökologischen Verständnis den Grundstein dafür gelegt, dass so etwas gemacht wird und dass sie da ihren Namen verewigt hat. Ich finde, Lore Stäubing war eine herausragende Wissenschaftlerin und sie war ein wirklich bemerkenswerter Mensch. Und ich bin sehr froh, dass ich eine Zeit lang ihr Weggefährte in Anführungszeichen sein durfte. Danke. Meine Damen und Herren, auch von mir einen schönen Abend. Ich freue mich, dass ich ein wenig aus dem Leben von Lore Stäubing berichten darf, als einer ihrer Neffen, wie ich ja fälschlicherweise als Lieblingsneffe tituliert wird. Ich hoffe, Christoph, du nimmst das sofort zurück. Ich hatte es ja vorher unter Androhung von körperlicher Züchtigung schon verboten, aber du hältst dich ja wieder nicht dran. Na gut, ich hatte das Glück, als einer ihrer Neffen, sie über viele Jahre zu begleiten als Freund. Aber ich bin halt nur einer von vielen. Und ein richtiger Neffe bin ich eigentlich auch nicht, sondern ich bin eigentlich siebten Grades mit ihr verwandt. Und Neffen wie mich gibt es noch ganz viele. Ich habe mal nachgezählt, komme ich vielleicht noch mal kurz später ein bisschen drauf. Es gibt mindestens 60 Personen aus dem Stamm Stäubing, die rumlaufen, die mit ihr ähnlich oder einige sogar noch näher verwandt sind als ich. Also von wegen ein Neffe oder Einsamkeit, das ist gar nicht drin bei Lore Stäubing gewesen. Ich bin zwar nur siebten Grades verwandt, aber ich habe ein unschätzbares Glück gehabt. Genetiker würden mir sagen, 70. Grades verwandt, das ist überhaupt nichts. Da bist du mit 100.000 Leuten wahrscheinlich ähnlich stark verwandt. Was bringt das? Aber mein Glück war, dass ich die letzten 25 Jahre nicht nur verwandt mit ihr war, sondern befreundet war. Befreundet auch meine Familie, meine Frau, meine Kinder mit ihr. Und das war eine sehr, sehr tolle Zeit, die sehr, sehr befruchtend auch in vieler Richtung für uns war. Vor allen Dingen eben auch als Freundin, die immer zu Rat und zur Hilfe bereit gestanden hat. Und das ist eigentlich das, worauf ich heute Abend auch basieren kann, dieses Wissen. Ich habe mit ihr viele, viele Jahre, ja wie gesagt 25 Jahre zusammen auch zum Teil geforscht. Und wir haben viele, viele Abende und Nächte miteinander geredet, diskutiert. Sie hat mir viel erzählt von früher, gerade die Feinheiten, die hier gar nicht ja, nach außen, die persönlichen Feinheiten, was hintersteckt hinter dem, was nach außen manchmal glänzend wirkt und wo der Mensch Lore Stäubing auch andere Dinge erlebt hat, die man gar nicht so mitbekommen hat. Deswegen, der wissenschaftliche Werdegang von Lore Stäubing, der ist ja heute Abend schon wirklich ausgezeichnet, exzellent dokumentiert worden. So genau könnte ich das gar nicht, Christoph, wie du das alles recherchiert hast. Ich müsste das wirklich fürchterlich wühlen. Also insofern will ich jetzt doch mal versuchen, so einige Facetten von dem Menschen Lore Stäubing mit hier zu zeigen, aufzuzeigen, die vielleicht nicht so bekannt sind. Ich hoffe, ich drücke jetzt das Richtige. Stimmt das? Jawohl, genau. Das hier ist ein Bild aus dem Jahre 1934. Lore war damals 12 Jahre und sie sitzt hinten im Beiwagen bei ihren beiden Vettern, die vorne, die auf dem Motorrad sitzen, davor meine Mutter übrigens. Ich glaube, es war bei der Hochzeit meiner Eltern. Und das zeigt schon, dass damals die Beziehungen zwischen den Familien doch freundschaftlich sehr eng waren, obwohl auch die ja nur, mein Vater war ja dann entsprechend auch nicht direkt dann Cousin, sondern auch weit weg, aber hatte Tradition und die Familien waren wirklich sehr eng befreundet. Und das hat sich eigentlich ein Leben lang gehalten zwischen diesen dreien, die man hier sieht. Später kamen viele Beziehungen zu anderen Verwandten, Stäubing-Verwandten auch dazu, wo sie intensive Beziehungen gepflegt hat, Freundschaften, gemeinsame Unternehmungen. Aber das ist etwas, was eigentlich schon ja, uralt war, diese Beziehung im wahrsten Sinne des Wortes. Das Bild soll eigentlich stehen so ein bisschen für ihre unbeschwerte Jugend. Und Christoph, du hast erzählt, dass ihre Mutter Lehrerin war. Ich muss es korrigieren. Ihre Mutter war nicht Lehrerin. Ihre Mutter ist nämlich heute knapp vor 200 Jahren, kurz nach ihrer Geburt, gestorben. Es war ihre zweite Mutter. Aber das hat sie immer wieder betont. Ich habe riesiges Glück gehabt. Ich habe keine böse Schwiegermutter wie im Märchen bekommen, sondern ich habe eine liebe Schwiegermutter bekommen. Und genau das sollte man auch mal erwähnen. Die Schwiegermutter
Stiefmutter. Die Stiefmutter war diejenige, die ihr Leben lang, solange sie bei ihr war, wirklich hinter oder auch zum Teil vor ihr gestanden hat und sie unterstützt hat. Und das hat sie immer wieder hochgeschätzt. Die Jugend, die Schulzeit, es wurde schon einiges zu gesagt, endete ja 1939, dann durfte sie zum Reichsarbeitsdienst gehen. Das war eine Zeit, da konnte sie nicht nur in der Landwirtschaft arbeiten, da hatte sie auch Aufgaben, zum Beispiel Schützengräben auszuheben. Also das waren nicht nur so lustige Dinge, sondern das war schon harte körperliche Arbeit. Ein Bild etwa aus der Zeit 38, wenn man sich vorstellen muss. Sie war ja bestimmt, wer sie kennt, körperlich nicht unbedingt jemand, der Bäume ausreißen konnte. Aber da hat sie sich auch durchgebissen. Nach der Schulzeit begann sie dann, wie gesagt, in Berlin erst zu studieren. Und aufgrund des Bombenkrieges hat sie das ja dann abbrechen müssen. Aber aus dieser Zeit hat sie mir auch manches erzählt. Und eins finde ich auch vielleicht ganz erwähnenswert. Sie erzählte mir ziemlich in den Ende der 40er Jahre oder bevor sie wegging, da war ja schon ein sehr intensiver Bombenkrieg in Berlin. Es wurde ständig nachts Fliegeralarm gegeben und sie war mit ihrer Arbeit sehr stark beschäftigt. Und unter anderem hat sie Chlorophyll separiert, extrahiert und in einem Fläschchen aufbewahrt. Und weil das nun so, die Fachleute mögen mir verzeihen, ich als einfacher Geologe habe sowas noch nie gemacht, aber das ist wahrscheinlich jedenfalls damals eine sehr aufwendige Aufgabe. Und weil das so wertvoll war für sie, hat sie das also auch immer mit nach Hause geschleppt. Man hat es nachts nicht im Labor gelassen, weil es konnten ja irgendwas Bombentreffer. Und der Gipfel eigentlich des Ganzen ist, sie sagt, und wenn ich dann aufgrund der Sirenen, der Bombenalarmsirenen aufgewacht bin, das Erste, was ich geschnappt habe, war das Fläschchen, habe es in die Tasche gesteckt und bin dann erst in den Luftschutzbunker gerannt. Also das ist eigentlich, glaube ich, ganz typisch für sie. Sie verließ dann die Heimat Berlin Richtung Greifswald, wo auch familiäre Beziehungen oder Tradition schon fast dort war, an der Universität. Und von Greifswald ging sie aus relativ rasch nach Hiddensee, auf die dortige Forschungsstation. Da gibt es auch einige Dinge, die man vielleicht doch mal näher beleuchten sollte. Zum Beispiel erlebte sie den Einmarsch der russischen Truppen als Wächterin für die Forschungsstation. Man hatte sie ja weitgehend erstmal eingestellt, die Arbeiten, und sie sollte aufpassen, dass da nichts zerstört würde. Und sie lebte auch, ich glaube, im Gästehaus der Forschungsstation. Und das half ihr aber nichts, denn Geld gab es ja keins und ernähren musste sie sich und ihre Mutter, die dabei war. Der Vater war gegen Ende des Krieges schon gestorben. Also hat sie sich als Schafschererin und Melkerin verdient, was sie immer voller Stolz und lustig und fröhlich erzählte. Aber die ganze Wahrheit ist eigentlich die, dass hinter dieser Aktion die blanke Not steckte. Sie musste irgendwo Geld oder meistens auch Naturalien verdienen, um überhaupt mit ihrer Mutter über die Runden zu kommen. Und was das ganz Schlimme war in dieser Zeit, und das sollte man auch mal sich reflektieren, es war eigentlich eine Zeit weitgehend rechtlos. Und sie hat mir viel erzählt über das, was sie hat, ja, Gott sei Dank nicht erleiden müssen, aber dass sie oftmals um ihr Leib und Leben fürchten musste und vor allen Dingen vor marodierenden Soldaten, die junge Frauen gesucht haben, geflüchtet ist, hinten aus dem Fenster vom Gästehaus oder sonst sich versteckt hat, eine ganze Zeit lang im Wald. Also es war eine sehr harte Zeit für sie, bei allem, was sonst war. Aber diese Zeit ging natürlich auch wieder vorbei und so langsam gab es wieder Dinge. Ihre Doktorarbeit, die sie ja an der Uni Greifswald schrieb, die war auch mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Erzählte mir, dass ihre Doktormutter extra Papier besorgen musste in Greifswald, damit sie überhaupt was zu schreiben hatte, wo sie ihre Arbeit drauf schreiben konnte. Ein Unding, wenn man heute sieht, wir schmeißen gerade alles weg, kopieren es dreimal und haben immer noch was. Sie ließ sich ja in ihrem Leben eigentlich nie von ihrem Ziel abbringen als Wissenschaftlerin. Ich habe hier einen Zeitungsartikel, der von 1947, den sie aufgehoben hatte, der eigentlich ganz
da haben Sie lesen, Insulanerin aus Liebe zur Wissenschaft. Ich glaube, da trifft das, was ihr Leben war, was ihr Lebensinhalt war. Und das Bild von ihr an den Apparaturen, wie sie da so uns anschaut, das ist, glaube ich, auch ganz typisch. Und was ich toll fand, war in dem Zeitungsartikel, da hat die Redakteurin geschrieben, möchte ich gerne mal vorlesen. Als sie das erste Mal sah, stand sie barbeinig in einer der Lagunen, die sich am nordöstlichsten Teil der Ostseeinsel Hiddensee gebildet haben. Um den Hals gehängt, trug sie an langen Bindfäden einen Gummibeutel, einen Bleistift und ein Fernglas. Die muss zur Station gehören, dachte ich mir gleich und wandte mich kurz entschlossen auf sie zu. Und so machten wir unsere ersten Bekanntschaften im Wasser, Frau Dr. Lore Stäubing und ich. Ich glaube, dieses Zupackende, dieses Improvisierende, das ist auch etwas, was sie ihr ganzes Leben lang behalten hat. Und womit sie auch schon damals angefangen hat, war diese hier handgeschriebene Reklame, dieses Reklameposter, in Wirklichkeit so groß. Sie hat gleich schon wieder Vorträge gehalten. Denn das war ja schon immer, das war ihr ganzes Leben so, ihr Bestreben, auch das Wissen in die Breite zu treiben. Und was finde ich am Strande? Ich weiß nicht, wie viele Besucher es angelockt hat, aber um diese Zeit war es sicherlich ein Novum, dass jemand so etwas erzählt hat und vor allem kinderfrei, soweit Platz, interessant. Nun ist sie ja eine Zeit lang dort noch geblieben, auf Hiddensee, ist dann aber zurückgegangen nach Greifswald und von dort aus dann nach Potsdam als Institut. Das haben wir ja schon auch mehrfach gehört. Sie war aber kein Mensch, der politisch korrekt dachte und arbeitete. Sie war nicht linienkonform, regimekonform, um es damals zu sagen. Und das brachte ihr dann schon in ihrer ersten Zeit in Potsdam 1953 einige Schwierigkeiten. Ich habe ein Protokoll von einer Unterredung, darüber habe ich auch mit ihr gesprochen, aber da habe ich mal etwas rausgezogen, zwei Passagen, glaube ich, sind wirklich ganz typisch für sie. Die erste Passage ist, warum sind Sie nicht in der Gewerkschaft? Das war also ein Herr, der Personalchef gewesen von der PH Potsdam. Warum sind Sie nicht in der Gewerkschaft? Und dann Lore Stäubing, es treten dort nur Leute ein, die Schuhe und sonstige Bezugsscheine haben wollen. Der geriet natürlich in Stottern und meint, naja, sei ja heute nicht so. Also der erste Teil, würde ich sagen, ist sehr direkt und auch ganz schön kess, jemanden damit zu konfrontieren. Aber der zweite Teil, den ich mal rausgezogen habe, auf Ihre Frage, wieso und warum sie sich nicht engagiert hat, ich halte Wissenschaft nicht für politisch, sie soll objektiv sein. Ich glaube, das ist ein Satz, den wir heute auch immer noch aktuell, aber den man heute sicherlich vielen Leuten oder diversen Leuten mal erzählen könnte, wie sie ihre Wissenschaft und ihre Ergebnisse angehen, ob sie da vielleicht auch mal an die Objektivität denken, egal welche Fachrichtung. Meine Karriere, meine Bekanntschaft mit meiner Tante Lore, wie man so schön sagt, gesagt hat, die begann aktiv im Juni 1953. Das war ein Zeitpunkt, gar nicht so lange nach dem Gedächtnisprotokoll, was wir da gelesen haben. Und das war ein Zeitpunkt, wo sie vermutlich zum ersten Mal ganz bewusst eine Straftat begangen hat. Sie hat nämlich, weil meine Eltern mussten, mein Vater sollte verhaftet werden, sie mussten mehr oder weniger über Nacht fliehen. Und damit es nicht auffiel, wurde die Familie, die Geschwister aufgetrennt und sie hatte sich gleich bereit erklärt, mich von nach Westen zu bringen an der Hand. Und was hat sie genommen? Sie hat mich geschnappt und hat mich an der Hand genommen und ist mit mir von Ost nach West-Berlin rübergegangen. Wenn sie erwischt worden wäre, Paragraf 8, irgendwas war das, Republik, Flucht und so weiter, dann hätte sie ihre ganze Karriere in die Tonne treten können und hätte wahrscheinlich mehr im Gefängnis gesessen die nächsten Jahre. Hat sie aber alles nicht berührt, denn ihre Solidarität, die sie immer wieder auch nicht nur im beruflichen Sinn, sondern auch im familiären Sinn bewiesen hat, die hätte das überhaupt gar nicht erlaubt. Wahrscheinlich hat sie gar nicht daran gedacht, mal abzulehnen. Aber sie selbst ist ja wieder zurückgegangen und es war Mitte Juni gewesen und Sie erinnern sich selbst nicht.
ich auch nur indirekt, obwohl ich ja schon lebte, der 17. Juni war wenige Tage später der Volksaufstand, aber sie ist wieder brav zurückgegangen nach Potsdam an ihr Institut, nachdem sie mich da abgeliefert hat. Für sie begannen jetzt am Institut recht schwierige Jahre. Natürlich, und da war man wohl ganz offensichtlich im Zwiespalt, sie war schon damals ja eine brillante Wissenschaftlerin, eine gute Didaktin und die große Erfolge hatte, und man kam eigentlich nicht um sie rum. Aber sie war ja andererseits nicht regimetreu, sie war nicht tragbar im wirklichen Sinne. Also was passierte? Man gab ihr zwar eine Anstellung, aber gleichzeitig wurde sie von der Stasi beobachtet und auch mehrfach verhört. Sie hat mir mal erzählt, ich bin ja eigentlich gar kein Raucher, sagte sie, aber als ich dann mal wieder verhört wurde, da habe ich das dann immer so gemacht, ich habe dann geraucht. Ich habe eine Zigarette geraucht und das habe ich einfach nur gemacht als Trick. Immer wenn die mir eine Frage gestellt hat, die etwas prekär war, dann habe ich erstmal 2-3 Züge genommen und da hatte ich Zeit zum Überlegen und dann konnte ich antworten. Ja, wie wir auch gehört haben, nach längerem Zögern aus den Stasi-Akten, sie hat es immer angefordert, sehr interessant, hochinteressant zu lesen, geht hervor, dass sie sich die Behörden untereinander sehr schwer getan haben, sie beruflich entsprechend auch einzugruppieren. Eine Professur haben sie ja dann Anfang 57 gegeben, aber da war schon zu spät, sie hatte ja schon auch über Kontakte, dass sie hier unterkommen konnte, sich schon längst entschieden, die DDR zu verlassen. Und dann 1957 war es dann soweit, sie war verschwunden, sie ging, sie hinterließ quasi mehr oder weniger alles, ließ alles stehen und liegen und ging dann den gleichen Weg, den sie 1953 mit mir gegangen ist, von Ost nach West-Berlin und dann von West-Berlin aus. So ging man ja damals, wurde man ausgeflogen, glaube ich, weil es ja nicht möglich war, rauszukommen mit dem Auto. Das gab es ja noch die Möglichkeit dann bis nach Gießen, wo sie schließlich unendlich geblieben ist. Tja, das war das frustrierende Ende erstmal der Stasi-Mitteilung. Ja, Leonore Steubing seit Mitte März 1957 republikflüchtig. Ganz kurz und ohne sonstigen Kommentar. Es war aber allerdings keineswegs das Ende der Stasi-Beobachtungen für sie. Wenn man das Deckblatt sieht, was zu ihrer Stasi-Akte gehört, dann ist da ganz genau ihre Adresse, damalige Adresse in der Landgrafenstraße, so hieß sie, eingetragen. Und sie hat mir auch erzählt von einer Begebenheit, die ja eigentlich in das damalige hineinpasst, dass sie mal mit ihrer Mutter nach Hause ging und auf einmal sei ein, es war, damals hatte man noch immer noch versucht, sie zurückzubekommen, man hatte sie, glaube ich, gelockt, auch mit einer Professur. Christian, jetzt weißt du, ja, genau. Sie hat natürlich nicht Ja gesagt dazu und nachdem das wohl offensichtlich nicht genützt hat, war man wohl etwas frustriert. Jedenfalls sagte sie, da kam auf einmal ein Auto mit großer Geschwindigkeit, fuhr auf den Bürgersteig, wir konnten uns gerade noch in einen Hauseingang retten und der fuhr weiter und wieder auf die Straße und weg. Und man hat das ja schon öfters auch im Nachgang in anderen Fällen gehört, die Stasi war damals nicht zimperlich und hat dann die Leute einfach mal als Unfall getarnt umgenietet. Ja, es war jedenfalls, ich glaube schon, sehr wahrscheinlich, dass so etwas den Hintergrund hat. Beweisen können wir es natürlich nicht. Aber sie war in Gießen und wir waren in Wiesbaden gelandet und sie hatte schon bald wieder den Kontakt zur Familie gesucht, zu meinem Vater, der ihr als Jurist der Folgezeit auch des Öfteren gute Ratschläge gegeben hat, im Übrigen auch in der schwierigen Zeit dann, bevor sie ihre Professur endgültig bekamen, da waren ja Rechtsstreitigkeiten, die sie selbst auch betrafen, und da hat er sie, weiß ich, da kann ich mich als Kind noch dran erinnern, auch beraten dabei. Allerdings, wie Sie auf dem Bild hier sehen, ja, ich war im Alter, da habe ich also nicht unbedingt jetzt als Kleiner so großes Interesse gehabt und höchstens mal, wenn sie bei Familienfeiern da waren, habe ich angespannt zugehört, was sie so erzählt hat von ihren fernen Reisen und was sie so treibt, aber an für sich, wie man halt in dem Alter ist, man kann das gar nicht erfassen. Als sie dann 1969 endlich durchstarten konnte, aus dieser Zeit, ist ja viel berichtet heute schon,
Ich selbst habe sie ja erst in späteren Jahren dann, sage ich gleich was zu, dann wirklich näher kennengelernt und befreundet mit ihr. Da hat sie ein Ereignis wirklich sehr, sehr tief getroffen. Bei einem Forschungsprojekt, in dem ich auch beteiligt war, tauchte eines Tages mal ein anonymes Schreiben auf bei der Univerwaltung. Andreas, vielleicht, ob du dich erinnerst, vielleicht daran, dass sie Gelder aus dem Fonds für das Forschungsprojekt für ihre eigenen Zwecke verwendet hätte, illegal. Und das hat sie also unheimlich getroffen. Sie hatte natürlich Contenance, wahrscheinlich haben das die Außenstehenden gar nicht so mitgekriegt, aber ich weiß, sie war völlig aufgewühlt. Eigentlich ist das ja etwas, was man unser eins wird sagen, komm, Ablage P, Papierkorb, so ein anonymes Schreiben, da war es irgendjemand, der hat einen Frust geschoben und hat sowas. Aber gut, die Uni-Verwaltung musste pro forma sie dazu befragen und er hat ihr auch gleich signalisiert, das hat überhaupt keinerlei Gründe. Aber es hat sie sehr, sehr getroffen, solche Ereignisse. Denn jemand, der, wie ich sicher weiß, die mit ihr früher zusammengearbeitet haben, werden das sicherlich auch bestätigen können. Sie ist jemand gewesen, die meistens aus Forschungsgeldern für sich selbst quasi gar nichts genommen hat, obwohl das ja eigentlich ihr Recht gewesen wäre, sei es Tagegelder, sei es sonst was, sondern sie hat oft, das hat sie eh selbst bezahlt, aber sie hat auch, wenn Gelder nochmal fehlten für das eine oder andere in dem Projekt, hat sie das aus eigener Tasche bezahlt. Also genau umgekehrt der Fall. Und als ich mal sie darauf angesprochen habe, warum sie denn, wie sie dazu käme mit den Geldern und so weiter, sagte, weißt du, das Institut, das ist sowas wie eine Familie für mich. Und sie war ja auch wirklich unheimlich engagiert, auch persönlich. Und außerdem sagte sie, mein Gehalt kommt aus der Pflanzenökologie, also kann auch ruhig mal ein Teil wieder da zurückgehen. Das war ihre Einstellung. Das ist, ich glaube, toll. Die Fachleute unter Ihnen werden alle wissen, was das ist. Für die Nicht-Fachleute sei es erklärt, das sind Saugkerzen. Saugkerzen, mit denen man den Pflanzen, den Bäumen und ihren Wurzeln quasi das Wasser nicht abgräbt, sondern absaugt, also in Konkurrenz tritt. Und das war 1985, da näherten wir uns wirklich an, fachlich an. Ich war schon Geologe geworden zu der Zeit, sie war Botanikerin. Und wir näherten uns, ich von unten, sie von oben an, sie über das Wurzelwerk und haben ein gemeinsames Forschungsprojekt über Urankontamination und Mobilisierung und so weiter durchgeführt. Das war ein BMFT-Projekt, hochinteressant, mit tollen Ergebnissen. Und vor allen Dingen, ich als kleiner Geologe stand auf einmal gegen einen Trupp Biologinnen, die viel wussten, und zeitweise noch einen Physiker, der von der Seite was beitrag. Und das hat mir unheimlich viel gebracht, denn ich habe wichtige Denkansätze, gerade das Interdisziplinäre, was sie ja verfolgt hat, das hat sie da voll mit reingebracht und das habe ich verinnerlicht eigentlich. Und auch die Herangehensweise, die sie immer hatte, ein Problem, die Fragestellung, gar nicht erst zu fragen, ob es geht, sondern wie es geht. Also dieses Lösungsorientierte. Auch das war, glaube ich, typisch für sie. Und das Produkt dieses gemeinsamen Projektes war eine gemeinsame Publikation, und ich glaube, ich bin der einzige Verwandte auch gewesen, wenn man schon mal den Neffen hervorhebt, der jemals mit ihr wissenschaftlich publiziert hat. In den folgenden Jahren, als sie dann emeritiert wurde, war sie ja unglaublich aktiv. Ich habe das eigentlich sehr hautnah miterlebt. Ich war auch mehrfach mit ihr in Chile und immer ihre Berichte gehört, gesehen und ihre vielen Aktivitäten. Ein Grund war auch, dass sie nach 89 viel ins Ausland ist. Da sagt, ich möchte erstmal weg, Distanz vom Institut haben. Nicht, dass mein Nachfolger meint, ich würde ihm irgendwie belehren wollen oder in das Ganze eingreifen wollen. Also so war ihre Überlegung gewesen, warum sie da auch, jedenfalls war das mit eine Denkweise, die sie veranlasst hat, da woanders auch viel zu arbeiten. Andreas, du sagst zwar, dass die Arbeitsgruppen und so weiter trotzdem noch weiterleben, klar,
Aber ihr Hauptaugenmerk lag eben auch viel in Chile, und aus der Zeit hat sie eben auch viele Freunde bis zuletzt gehabt, die sich heute auch immer noch sehr gerne an sie erinnern. Aus dieser Zeit möchte ich vielleicht mal zwei typische Episoden berichten, über zwei Dinge. Es war damals ja noch gar nicht so weit verbreitet, dass man einen Computer hatte. Vor allen Dingen die ältere Generation hatte überhaupt keinen Zugang dazu. Und macht das mal, ihr Jungen und so, und ich mache noch mit der Schreibmaschine weiter. Aber das wäre natürlich wieder untypisch gewesen für Lore Steubing, denn sowas reizte sie ja immer, das Herausforderung. Und Bange machen galt ja bei ihr überhaupt schon nicht. Sie hatte schon länger bei mir immer fasziniert auf den Rechner geguckt und was man Tolles mitmachen kann und überhaupt und so. Und Ende 92 war es dann soweit, ich will jetzt auch so ein Ding haben. Und dann musste von jetzt auf gleich was eingekauft, musste eins besorgt werden. Und mit einem Bienenfleiß und einer Zähigkeit hat sie sich innerhalb kürzester Zeit so weit reingearbeitet, dass sie wirklich damit schreiben konnte, dass sie damit halbwegs umgehen konnte und ihre ganzen Arbeiten, die sie ja die ganze Zeit noch, wir haben es gerade gehört, verfasst hat, weitgehend selbst dann auch auf dem Rechner schreiben können. Es kam dann nur ab und zu mal vor, dass sie dann irgendwann anrief und sagte, ja, hör mal zu, das Biest, das macht mal wieder nichts. Was ist denn los? War eigentlich eine sehr qualifizierte Problembeschreibung, das Biest macht nichts. Aber nichtsdestotrotz, wir haben das meistens am Telefon geklärt. Sie hat wahrscheinlich irgendeine Kontrolltaste meistens und irgendwas noch dazu gedrückt und dann war natürlich lahmgelegt, der arme Rechner. Aber es ging dann immer weiter und war wieder froh. Wenn es dann keine Lösung gab, weil ich auch keine Ahnung hatte, ich meine, wie gesagt, ich bin ja auch nur einfacher Geologe und kein Informatiker, dann habe ich dann meistens einen Neffen von ihr 8. Grades angerufen und der konnte ihr dann sicherlich helfen, gell? Da sitzt er. Ein Neffe 8. Grades, ja. Die andere Sache ist die, sie hat aufgrund ihrer Erfahrungen in Chile, in Südamerika, gesagt immer, also da muss unbedingt mal ein anständiges Lehrbuch, eins, wo, was den Belangen dieser der Ausbildung der Studenten dort, der Studierenden, sagt man heute, entspricht, mal geschrieben werden. Und da sie ja sehr gut Spanisch sprach und schrieb auch, hat sie sich mit zwei ihrer chilenischen Schüler, mit dem Roberto Godoy, der schon öfters ja auch hier war, auch hier studiert hat, Mirena Alberto, weiß ich nicht, Andreas, hat sie hier studiert? Ich glaube nicht, gell? Ja, ich weiß es nicht. Jedenfalls, Roberto hat ja auch hier studiert, mit den beiden hat es zusammengetan und die haben begonnen, ein Lehrbuch für Ökologie auf Spanisch zu schreiben. Quasi ein Feldbuch, wie man es dort braucht. Ohne Frage, dass ihr das Ganze natürlich nicht schnell genug ging mit ihren beiden Partnern, die sie hatte. Südamerikanische Geschwindigkeit ist meistens etwas anderes als deutsche. Und vor allen Dingen bei ihr, die alles immer stringent durchziehen musste. Und sie war schon manchmal ein bisschen verzweifelt, weil alles so lange dauerte. Und zu allem Unglück kam dann eines Tages noch dazu, dass sie einen Herzinfarkt erlitt. Und da war sie nun einige Zeit ans Krankenhaus gebunden. Und nach wenigen Tagen, als es einigermaßen wieder aufging und sie verlegt wurde, da wollte sie natürlich sofort weiterschreiben, weil das Buch musste ja fertig werden, ist ja klar. Und der Arzt hat es aber strikt abgelehnt. Er hat gesagt, nee, also hier im Krankenbett nichts. Sie warten, bis Sie gesund sind. Ich bin dann weg, sie hat es mir berichtet. 3 Tage später rief sie an, bring mir doch mal den Rechner. Da sage ich, was? Darfst du nicht? Doch, doch, da hat sie voller Freude. Der Arzt hat aufgegeben. Er meint, er kann mich ja doch nicht vom Arbeiten abhalten. Womit er natürlich nicht Unrecht hatte, sie hätte auf jeden Fall. Also musste dann Roberto, der ankam für Endabsprechung, der musste jeden Tag ins Krankenhaus gehen und war abends immer fix und fertig. Sagt, ja, selbst im Krankenbett noch eine Dynamik, also ist unglaublich. Jo, das Bild, was jetzt kommt, ist quasi daraus erwachsen. Wir haben es in klein gesehen vorhin. Als das Buch fertig wurde, das war 2000,
Ende 2001, Anfang 2002 und ihr 80. Geburtstag stand ja auch vor der Tür. Da hat sie kurz entschlossen ihre Schüler gefragt, wer von euch kommt denn mit nach Chile? Wir fliegen hin und feiern über Silvester und das neue Buch ist da und feiern schon mal meinen Geburtstag vor. Und da hat sich auch eine ganz schöne Gruppe zusammengetan. Ich weiß gar nicht, ob alle drauf sind. Wahrscheinlich fehlt noch der ein oder andere. Einer steht auch hinter der Kamera. Jedenfalls war das eine ganz tolle Sache. Das Buch wurde präsentiert. Wir haben eine Rundreise, kann man jetzt schon fast gar nicht mehr sagen. Es war wie immer bei ihr, es artete in Exkursion aus. Es wurden ihre dortigen Schüler, ehemaligen Schüler, sie hat ja sehr viele Schüler natürlich an allen Ecken und Enden engagiert, die uns dann führen mussten, ökologische oder biologische im weitesten Sinne Führung geben, die verschiedenen Naturgebiete. Das ging gar nicht ohne Wissenschaft bei ihr, so wie ich das sehe, so wie ich sie kennengelernt habe. Das war eigentlich, wenn ich das so betrachte, etwas, was ihre Art im Umgang mit ihren Studenten, mit ihren Schülerinnen und Schülern schon deutlich charakterisiert. Sie fühlte sich für sie verantwortlich. Sie war nicht nur die Doktormutter im weitesten Sinne, sondern darüber hinaus auch. Sie hat also den Werdegang der Viele von ihren Ehemaligen hat sie immer voller Interesse verfolgt. Sie hat mir viel davon erzählt, aber der Andreas, macht jetzt das und macht das und so weiter. Oder der, egal wer, ich kannte ja mittlerweile dann auch, habe ich Gott sei Dank auch viele von ihren Doktoranden kennengelernt. Und sie war immer hocherfreut, wenn sich auch mal einer gemeldet hat oder gar mal zu Besuch kam. Also das war für sie schon, wie sie gesagt hat, das war eigentlich mehr ihre Familie als ein Institut. Aber auch Lore Steubing alterte ein wenig, muss man so zu sagen. Das heißt, sie war zwar geistig immer fit, aber körperlich merkte man es ja manchmal an. Obwohl, wurde ja vorhin schon mal angedeutet, als sie schließlich dann starb, habe ich dann alles ja mitgekriegt, zwangsläufig in den Ärzteakten, was sie für Krankheiten hatte, die sie gar nicht gezeigt hat. Und ich wage zu behaupten, sie hat wirklich Krankheiten für drei Leute gehabt. Also es war mit dem Sehen, sie hatte einen Kreislauf von weit über 200. Und wenn sie dann, erzählen Sie mal, da kam der Arzt rein und Gottes Willen hat die Schwester herbeigerufen und hat gesagt, wir müssen. Und er sagte, machen Sie mal langsam, ich habe immer so, regen Sie sich mal nicht auf, hat sie zum Arzt gesagt. Ich habe immer so einen hohen Blutdruck. Damit lebte sie, aber sie hat noch viele, viele Kleinigkeiten gehabt. Das ist wahr, es ist schon bewundernswert, mit welcher Stärke, mit welcher inneren Kraft sie das alles getragen hat. Und immer nach vorne und immer eigentlich, so wie ich sie erlebt habe, immer positiv gedacht und alles andere ausgeschaltet. Das bleibt zu Hause. Wer allerdings annimmt, Lore Steubing war in ihrem Leben nur fokussiert auf die Wissenschaft, der irrt gewaltig. Sie ist ja aufgewachsen in einem Juristenhaus. Ihre Mutter, ihre richtige Mutter, war musikalisch sehr begabt. Sie war Sängerin gewesen auch, also Opern, ernsthafte Sängerin nicht. Das heißt, das Publikum, was zu Hause verkehrte, war auch so geschnitten, dass sie da schon sehr, sehr viel Leute kennengelernt hat, die etwas zu erzählen hatten oder ihr zu geben hatten. Das hat sie mir auch viel erzählt, wer dort alles ein- und ausgegangen ist. Das heißt, sie war auch nicht nur naturwissenschaftlich hoch interessiert, sondern sie war auch geistig, musisch sehr interessiert. Und sie hat viel klassische Literatur gelesen, klassische Musik auch. Sie ist Theaterbesucher, hat sie, wenn möglich, nicht ausgelassen. Zur Entspannung spielte sie zum Beispiel Klavier. Wer hätte das geglaubt? Ja. Und als sie dann etwas älter wurde und mehr Zeit hatte, dann fing sie auch an, sich mehr um die Kontakte zu der weit verzweigten Steubing-Familie zu kümmern, wozu ich ja auch gehöre. Und das war ihr dann auch ganz wichtig. Dafür nahm sie dann Fahrten auf, quer durch
Deutschland. Die einen wohnten in Hamburg, die anderen in München, welche in Dortmund, welche in Berlin. Macht nichts, sie hat sie besucht, sie hat die Kontakte gepflegt. Und ein ganz besonderes Anliegen, das kam immer wieder ganz klar raus, war, dass sie den Kontakt mit den Jungen aufgesucht hat, dass sie gesagt hat, Mensch, die Jungen, die müssen doch raus, egal was sie studieren, und hat dieses Ansinnen hat sie auch in vielen Fällen aktiv sogar unterstützt. Einer von den Jungen ist sogar in ihre Fußstapfen, zumindest mal beruflich in ihre Fußstapfen, ihre richtigen sind wahrscheinlich zu groß für ihn, ohne ihm zu nahe zu treten, getreten, und ist auch Biologe geworden und musste natürlich auch, man sieht es hier, zwangsläufig mal in Valdivia, in Chile studieren, ein Semester. Das ist hier ein Bild, wo sie auf dem Lago Grey unten in Patagonien mit ihm zusammen auf einem Schlauchboot fährt, soweit ich sehe. Das heißt also, sie war auch in ihrem privaten, in ihrem Familienleben, familiären Umfeld jemand, der einerseits natürlich sehr, sehr beliebt war, das kann man wirklich sagen. Schon allein, ich sagte vorhin, weit über 60 sind in der sogenannten Neffengeneration für sie, und alle haben zu ihr Tante Lore gesagt. Das heißt ja auch, also so schlecht kann ihr Ansehen nicht gewesen sein, wenn sie als diese Institution auch gesehen haben. Und jetzt möchte ich Ihnen noch eine Seite von Lore Stäubing näher bringen, die man nicht unbedingt von ihr erwartet hat, nämlich das war das große Interesse an Familiengeschichte. Sie da, vorhin wurde schon gesprochen, Christoph, du hast das gesagt, man muss sich besinnen auf das Alter, das bringt es auch. Und das hat sie, was unsere Familie betrifft, auch sehr intensiv gemacht. Sie wusste da sehr viel und hat auch selbst mit mir zusammen, der ich mich auch interessiere, sehr viel geforscht. Und zum Beispiel hat sie initiiert 2 Stäubing-Familientreffen, eins in Herborn und eins in Dietz. Da kamen also aus ganz Deutschland auf einmal Leute zusammen, die sich nicht kannten. Das war natürlich wieder der Kitzel für sie, Leute zusammenzubringen, auf irgendeine Weise, die vielleicht dann auf Freundschaften stießen, die sich vorher gar nicht kannten. Und das führte dann auch dazu, diese Aktivität gerade in Dietz, dass die Stadt Dietz an sie rantrat, ob sie nicht mal eine Sonderausstellung zu ihrem Altvorderen Johann Hermann Stäubing konzipieren konnte. Deswegen das Bild hier. Da steht sie, wir haben das dann zusammen gemacht. Es war eine ganz tolle Sache, tolle Zusammenarbeit in der Richtung mit mir. 2008, hier stehen ganz rechts ist der Bürgermeister, Max Einer hieß er, glaube ich, und die anderen 4 sind jeweils Vertreter aus verschiedenen Stäubing-Zweigen, die dann bei der Eröffnung dabei waren. Viel Spaß gemacht. Tja, wer hätte das gedacht, aber eigentlich, wenn man es genau nimmt, hat das ja auch wieder mit Wurzeln zu tun. Und da wären wir fast wieder bei Ihrer Doktorarbeit und wären dann vielleicht auf so einem Feld, das diesmal nicht Pflanzenökologie ist, sondern vielleicht Humanbotanik, könnte man sagen. Das sind also die Wurzeln, die sie gesucht hat. Jo, vor genau, ziemlich genau 10 Jahren, das ist ein Monat vor einem Monat her jetzt wäre es gewesen, ist sie gestorben, also einen Monat vor ihrem 90. Geburtstag. Lore Stäubing war aber eigentlich unverwüstbar, würde man fast sagen. Und eigentlich wäre man fast geneigt zu sagen, unkaputtbar, wenn sie nicht diesen blöden, wirklich blöden Unfall im Zug gehabt hätte, der schließlich als Folge dann zu ihrem Tod geführt hat. Was nämlich bereits war, 90. Geburtstag, oh je, da kommt ja die ganze, da muss sie, kommen alle Leute und sie muss wieder Hände schütteln und begrüßen, ach nee, und sie steht im Mittelpunkt, mochte sie eigentlich auch nicht so gerne was machen. Da kam ganz schnell der Vorschlag, Mensch, wir könnten doch nochmal nach Namibia fahren und deinen 90. Geburtstag dort feiern. Gesagt, getan, sie war begeistert, war alles gebucht, Hotels gebucht, Flug gebucht,
Auto reserviert, Route ausgearbeitet und sie war schon ganz begeistert, denn wir waren ja ein paar Jahre vorher dort gewesen und während dieser Fahrt war es dann so, wir waren da zu zweit dort, also nicht in der Reisegruppe, sondern wir selbst, ich als Geologe war ich oft dort, kannte mich gut aus und ich würde sagen, gefühlt keine 500 Meter konnte ich an einem Stück fahren, bis sie wieder sagt, Mensch, halt, da ist eine Pflanze. Das war natürlich für sie ein Eldorado, das war eine der Weltgegenden, die sie nicht kannte. Und deswegen war sie sofort von der Idee begeistert zu sagen, ja, wir verbringen meinen 90. Geburtstag in Chile. Tja, leider ist nicht mehr dazu gekommen. 4 Wochen davor ist sie leider gestorben. Aber sie ist zwar gestorben und leider können wir nicht mit ihr feiern, aber passend, glaube ich, zu dem heutigen Tag, zu ihrem Geburtstag, ein Bild von ihr und mir mit einem Gläschen Sekt auf einer Düne in Namibia, direkt am Atlantik, wo wir uns zuprosten. Ich bin sicher, sie hätte heute gerne mit uns allen zugeprostet, aber leider geht es ja nicht mehr. Dankeschön. Einen wunderschönen guten Abend. Es ist spät geworden, aber ich freue mich wirklich sehr, dass ich Ihnen noch die Ausstellung vorstellen kann und ich verspreche, es wird nicht sehr lange dauern. Also, ich möchte Ihnen ein Produkt vorstellen, das in den letzten Wochen und Monaten anlässlich des heutigen 100. Geburtstags von Lore Stäubing entstanden ist. Eine erste größere Ausstellung zu ihrer Person, ihrem Leben und natürlich ihren Leistungen. Die Ausstellung ist ermöglicht worden vom HLNUG. Mit einer sehr klaren Absicht, nämlich bei Veranstaltungen darstellen zu können, wer die Namensgeberin des Lore-Stäubing-Institutes ist. Und wir vom Institut für Biologiedidaktik haben das sehr gerne in Wort und Tat und Bild umgesetzt, weil wir uns seit geraumer Zeit mit dieser außergewöhnlichen Wissenschaftlerin beschäftigt haben und dabei eben wirklich ein ganz großes Potenzial wahrgenommen haben, das sich entfaltet, wenn man dieser Wissenschaftlerin wieder ein öffentliches Gesicht gibt. Wir haben ihre Biografie jungen Studierenden der Biologie vorgestellt. Wir waren mit ihnen auf Spurensuche, haben Zeitzeuginnen und Zeitzeugen befragt, Herrn Fangmeier zum Beispiel, Jost Hannecke war uns per Zoom zugeschaltet. Wir haben auch einige Schülerinnen tatsächlich gefunden. Und diese jungen Leute, mit denen wir da gearbeitet haben, haben sich ein Bild machen können. Und wir haben sie auch gefragt, wenn ihr euch mit dieser Person beschäftigt, die für diese jungen Leute ja schon eine historische Figur ist eigentlich, welche Bedeutung bekommt sie eigentlich für euch? Und die Antworten waren sehr vielfältig. In den Gesprächen wurde erstmal klar, sie bekommt eine dreidimensionale Figur, also sie wird plastischer und sie ist für diese jungen Leute, mit denen wir daran gearbeitet haben, tatsächlich eine Quelle von Inspiration und Identität. Also das war unheimlich toll zu sehen, wie sie am Anfang, diese jungen Menschen, erstmal mit verschränkten Armen da saßen und sagten, ja, warum sollen wir uns überhaupt als Biologen mit einer Figur beschäftigen? Und dann in dem Prozess gemerkt haben, welche Widerstände diese Frau überwunden hat und wie unerschrocken sie tatsächlich war. Und insofern ist Lore Stäubing tatsächlich sowas wie Rückenwind für diese jungen Leute geworden. Das war toll zu beobachten. Warum erscheint es also wesentlich, uns mit Lore Stäubing zu beschäftigen? Für mich als Umwelthistorikerin ist das erstmal so, dass in diese Biografie die ganze Geschichte des 20. Jahrhunderts eingeschrieben ist. Also ganz verschiedene Gesellschaftssysteme, Weimarer Republik, das nationalsozialistische Regime, die junge DDR, der Kalte Krieg, die BRD, die Wiedervereinigung. Also eine unglaubliche Bandbreite, die diese Biografie geprägt hat. Aber auch eben in wissenschaftlicher Hinsicht spiegelt sich in dieser Lebensgeschichte spiegeln sich darin so viele fundamentale Veränderungen wider, auch hinsichtlich dessen, was Wissenschaft überhaupt bedeutet, wofür sie gebraucht wird, welche Ansprüche an sie gestellt werden und welche Impulse sie geben kann. Lore Stäubing gehörte zu einer
wissenschaftlichen Avantgarde, kann man tatsächlich sagen. Sie interessierte sich für ein Forschungsfeld, die Ökologie, die eben eigentlich noch im Entstehen begriffen war. Und dass dieses Forschungsfeld in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts eine gesellschaftliche Relevanz bekam, mit der zunächst überhaupt nicht zu rechnen war. In dieser Biografie stecken jenseits der individuellen Besonderheiten eben auch einige elementare wissenschaftliche Grundtugenden. Und die sind nach wie vor gültig und wir können sie wirklich für die Ermutigung und Motivierung junger Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler dringend gebrauchen. Das sind zum einen die Neugier und ein wirklich unbändiger Forschungsdrang. Das ist jetzt, glaube ich, sehr deutlich geworden. Es ist eine Unbeirrbarkeit und Beharrlichkeit, die Lore Steubing als Frau und dann nochmal doppelt schwer als Frau aus der DDR hier in Gießen ganz anders beweisen musste als ihre männlichen Kollegen. Sie hatte eine unglaubliche Leidenschaft für den Gegenstand. Sie war eine Meisterin der Vernetzung und sie hat immer Bezug genommen auf das echte Leben. Und all das verkörpert Lore Steubing und wir möchten das jetzt auch in neuen Formaten weitertragen und sichtbar machen und hörbar. Und dank der sehr großzügigen Unterstützung des Büros für Gleichstellung können wir das in den nächsten 2 Jahren mit Studierenden tatsächlich auch realisieren. Also wir hoffen, dass wir in nicht allzu langer Zeit dann auch Podcasts und vielleicht sogar Insta-Auftritte entstehen lassen können. Vielleicht gibt es auch eine Lore Steubing Stadtexpedition, weil es wirklich in dieser Stadt auch so konkrete, spannende Orte gibt, wo sie gewirkt hat und wo man sehr viel über sie und mit ihr eigentlich lernen kann. Eins ist jedenfalls klar, Lore Steubing steht eben auch für Weiterentwicklung und Kooperation und Neugier und es lohnt sich für uns alle, wenn sie präsent bleibt. Gut, zur Ausstellung, das ist sozusagen der Ursprung oder der Anlass dafür gewesen. Wir möchten ihr Bild zeigen und es sind 2 Bilder, die ich besonders faszinierend fand und die das sehr, sehr gut auf den Punkt bringen. Das ist diese enorme Bewegungskraft und Energie, die sich in ihr ballt, hier sehr schön dargestellt, durch eine ganze Bande ihrer Studierenden kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, als sie als Dozentin auf Exkursion mit ihnen war. Dann haben wir hier zum Beispiel dieses Bild, was Sie auch schon gesehen haben, diese junge Frau, die sich wirklich ganz vertieft und ganz konzentriert. Noch ein Motiv scheint uns ganz wichtig, ihre Begeisterung für das Feld, das freie Feld, das Labor unter freiem Himmel. Dieser Forscherdrang war eben wirklich immer präsent. Und wie es Jost Haneke so anschaulich beschrieben hat in einem Gespräch mit uns, wenn man mit ihr unterwegs war, Sie haben das eben schon geschildert, muss man dauernd stehen bleiben, weil es dauernd irgendwas zu dokumentieren gab und es musste näher in Augenschein genommen werden und dann mussten die Zusammenhänge erörtert werden. Also auch bei allem, was sie tat, immer mit einer großen Ernsthaftigkeit und auch akademischer Konzentration. Lore Steubing war immer auch eine großartige Netzwerkerin oder wie es ein Zeitzeuge ausdrückte, sie kannte immer irgendjemanden. Sie brachte Menschen zusammen, die voneinander profitierten. Sie zeigte den Menschen, mit denen sie zusammenarbeitete, ihre Wertschätzung und sie konnte Feste feiern, Gesellschaften genießen und Freundschaften pflegen. Und wir haben auf den mehreren Bildern heute Abend Bierfässchen im Hintergrund gesehen, ist mir aufgefallen. Wie setzt man diese Aspekte in einer 6-Tafel-Ausstellung um? Das war sozusagen der Umfang, der möglich war. Für kondensierte Texte braucht man eine kluge Grafik. Christian Brützell hat es für uns übernommen. Das Format der Tafeln, die auf Staffeln stehen, kommt schon recht nah an die Arbeitsweise von Lore Steubing ran. Also diese Staffeln sind transportierbar, sie sind leicht. Sind auch noch auf Pappe gedruckt, also wir können sie irgendwann wieder kompostieren, auch das ist nachhaltig, dicht am Material. Diese Tafeln haben grundsätzlich natürlich auch für Lore Steubing eine besondere
Bedeutung gehabt. Ich komme gleich nochmal dazu. Sie hat, das haben wir von gehört, war ganz, ganz viel für die Wissenschaft der Bioindikationen geleistet, und diese Tafeln erinnern ein Stückchen auch an die Flechtentafeln, die sie entwickelt hat, um eben Luftverschmutzung zu erstellen. So ungefähr sieht das Design aus. Wir haben uns für ein sehr, ganz leichtes, schlichtes Design entschieden, und nach dieser Eingangstafel, die eben, wie Sie schon gehört haben, auf die Formel kommt, eine Menge an Energie, die hat sie einfach ausgezeichnet, geben wir dann einen Überblick über ihre Station von Hamm-Westfalen über Berlin-Greifswald-Hiddensee, dann nach Gießen und danach eigentlich in die ganze Welt, so kann man sagen. Und dann haben wir quasi vier Sonden gelegt in dieses forschende Leben und Schwerpunkte für Stäubingsmotivation und Wirken gesetzt. Das heißt, erstmal den Forschungshunger stillen, Wissen verbreiten, Infrastrukturen schaffen und Umweltwissenschaften vernetzen. Und diese Ausstellung wird Lore Stäubing, hoffen wir sehr, noch ein Stück sichtbarer machen. Sie wird diese Forschungspersönlichkeit einem größeren Publikum vorstellen. Und sie wird reisen, wenn auch nicht so weit und ausschweifend wie Lore Stäubing selbst. Wir freuen uns sehr auf Ihre Resonanz. Wir möchten Sie einladen, die sich direkt anzuschauen. Sie müssen aus dem Gebäude raus in das nächste, und auf dem Heimweg quasi können Sie sich diese Tafeln dann nochmal live und in Farbe anschauen. Erstmal vielen Dank. Nochmals ganz herzlichen Dank an alle Redner. Ich denke, ich muss jetzt keine langen Worte mehr finden. Wir haben eine faszinierende Persönlichkeit kennengelernt. Das ist jetzt nicht nur eine Rückschau gewesen, sondern es ist letztendlich auch irgendwas, was wir in die Zukunft mitnehmen können. Und ich denke, wir können von ihr lernen, und ja, hoffe, dass auch mit der Ausstellung, dass das nachher zum Ausdruck kommt. Tja, ich möchte allen danken, auch der Presse, die da war. Ich glaube, der eine oder andere hat ja gesehen, es wurden auch Bilder gemacht. Und natürlich meinen Mitarbeitern möchte ich auch ganz herzlich danken für die ganzen Vorbereitungen, die wir hier hatten. Ja, insgesamt hoffe ich, dass es für jeden eine gelungene Veranstaltung war. Und zum 150. treffen wir uns dann hier wieder. Ja, also wie die Frau Webse eben schon gesagt hat, die Ausstellung ist tatsächlich zu besichtigen. Und zwar einfach hier rausgehen, den Schildern folgen, und dann, denke ich, sieht man das schon. Ja? Also ganz herzlichen Dank für alle, die da waren, für diejenigen, die es auch live zugehört haben, beziehungsweise die es im Nachhinein auch dann hören, und guten Nachhauseweg. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.